Herzlich willkommen zur Steinbeis Innovationsarena. Ja, ganz herzlich willkommen an Sie, die Sie jetzt möglicherweise vor dem Computer sitzen, und ganz herzlich willkommen an Sie. Schön, dass Sie da sind. Wir sind in der Sparda-Welt in Stuttgart und werden jetzt gleich über Innovation sprechen. Hochdeutsch, das können wir Schwaben, heißt es nicht, aber eigentlich ist ja auch vollkommen egal, ob es jetzt König oder König heißt, Hauptsache die Krone glänzt und sitzt. Moment mal, Sir, wenn ich da einhaken darf, es ist nicht ganz egal, wir können immer bloß Schwäbisch schwätze, ja? Hochdeutsch und Englisch, das ist doch der Trend, und da müssen wir schon mit der Zeit gehen, aber du hast natürlich recht, die Krone in Baden-Württemberg, die glänzt sehr schön. Ja, allerdings, unsere baden-württembergische Krone ist ja deswegen so schön, weil wir unsere Region innerhalb der Europäischen Union mit der höchsten Innovationskraft daherkommen. Ausschlaggebend dafür ist laut Innovationsindex 2014 die hohe Bedeutung forschungsintensiver Industriezweige, also Fahrzeug- oder Maschinenbau, Elektrotechnik und auch die hohe Patentdichte im Land. Wir wandern also auf den Spuren von Gottlieb Daimler, Ferdinand von Zeppelin und Robert Bosch, um nur ein paar zu nennen, die Baden-Württemberg zu dem gemacht haben, was es heute ist. Aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen, sonst haben wir den Mittelstand als Motor der deutschen Wirtschaft bald abgewürgt. Denn, halte ich fest, Marcel, laut einer KfW-Studie investieren nur noch 28% des Mittelstands in Innovation. Und die Zahl wurde in den vergangenen Jahren immer kleiner. Nicht zurücklehnen ist also die Devise, und wir diskutieren jetzt und hier über Innovationsqualität, also über den Wert des Neuen, und fragen uns, was müssen wir eigentlich unternehmen, dass die Band 5, ich hoffe, Sie kennen diese Band, kommt hier aus der Region, eine A-Cappella-Band, dass die in Zukunft weiterhin singen können im Pott und an den Deichen. Kann uns keiner das Wasser reichen, denn in technischen Bereichen kann sich leider kaum einer mit uns vergleichen. Herzlich willkommen zur Steinbeis Innovationsarena. Das hier sind unsere Gäste. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Wir bleiben gleich musikalisch und begrüßen den Mann, dessen Warteschleifenmusik den Song Und los der Fantastischen Vier ist. Darin heißt es, ich zitiere die Fantastischen Vier: Wir wollen eine Revolution oder eine schnelle Million. Im Moment fehlt die Vision, doch irgendwas findet sich schon. Und los. Sie hätten es auch rappen können wahrscheinlich, oder? Eventuell. Als Geschäftsführer leitet er die Bernd Kussmaul GmbH, ein Unternehmen mit mittlerweile 60 Mitarbeitern. Nach eigener Aussage gibt es weltweit kein Fahrzeug mit einem Wert von mehr als 1 Million Euro, in dem kein Kussmaul-Teil verbaut ist. Er sagt, der Kunde mit seinen Kernkompetenzen und Erfahrungen ist ein wichtiger Baustein im Produktionsentwicklungsprozess. Herzlich willkommen, Herr Kussmaul. Gegenüber sitzt Albrecht Stäbler, CEO der Novatec Holding GmbH mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen, also hier am Stuttgarter Flughafen, deren Mitbegründer er auch war 1993. Interdisziplinäre IT-Projekte sind sein Thema. Deswegen ist Baden-Württemberg für ihn auch nicht mehr das Land der Dichter und Denker, sondern das Land der Softwareentwickler. Deswegen sagt er, eine Innovation ist heute zu 90% softwarebasiert. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Stäbler. Miriam Specht ist Geschäftsführerin von Yellow Frog, ein Institut für neue Kompetenzen und Potenzialdiagnostik, das sie 2008 selbst gegründet haben, weil ihnen die Betrachtung von Fähigkeiten in der gängigen Personalarbeit zu oberflächlich waren. Frau Specht sagt, Unternehmen nutzen heute nur zu 30% der Kompetenzen ihrer Mitarbeiter. Das bedeutet einen Ressourcenverlust von 70%. Frau Specht, schön, dass Sie da sind. Ja, sie sagt, Innovationskraft ist weniger eine Frage der Unternehmensgröße als eine Frage der Unternehmenskultur. Und sie muss es wissen, schließlich arbeitet sie in einem Unternehmen mit mehr als 70.000 Mitarbeitern. Es ist der Softwarehersteller SAP. Dort arbeitet sie seit 1994 in der Softwareentwicklung in unterschiedlichen Positionen und Aufgabenbereichen, aktuell als Vice President User Experience. Frau Regitz, schön, dass Sie da sind. Professor Rolf-Jürgen Ahlers ist einer der Autoren dieses Buches.
Buches. Viele von Ihnen werden es möglicherweise auch kennen. Innovationsqualität über den Wert des Neuen heißt es. Er ist Vorstandsvorsitzender des Forums Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg e.V. und geschäftsführender Gesellschafter der ASG Luftfahrttechnik und Sensorik GmbH und Proxivision GmbH. Und er sagt, Unternehmen stehen kontinuierlich vor der Herausforderung, sich auf dem Markt zu bewähren. Dabei spielt neben dem Aspekt der Qualität auch das Thema Innovation eine wesentliche Rolle. Das Zusammenspiel beider ist für den Erfolg entscheidend. Die Zukunft basiert deshalb auf der Innovationsqualität. Herr Professor Ahlers, schön, dass Sie da sind. Und Professor Werner Feix ist ebenfalls Autor dieses Buches und geschäftsführender Direktor und Gesellschafter der School of International Business and Entrepreneurship GmbH der Steinbeis Hochschule Berlin. Er sagt, wir sind gut, aber für die Zukunft nicht gut genug. Wir benötigen ein deutliches Mehr an Innovation und an Innovationsqualität. Dafür benötigen wir ein deutliches Mehr an Entrepreneuren und dafür benötigen wir ein deutliches Mehr an Bildung. Schön, dass auch Sie da sind. Herr Professor Feix, Sie waren gerade eben erst in China, also dem wichtigsten Wachstumsmarkt der Welt. Ihr Buch erscheint auch dort in einer Auflage von 80.000 Stück. Ein Beispiel, an dem man erkennt, China ist im Aufbruch. Die wollen nach vorne, die sind auf dem Weg zu mehr Innovation. Das war auch spürbar vor rund 4 Wochen auf der CeBIT in Hannover. China war in diesem Jahr Partnerland, weswegen das Handelsblatt geschrieben hat, Wahnsinn, wie weit die schon sind. Wir werden uns warm anziehen und fragen müssen, wie können wir noch innovativer werden? Woran haben Sie das auf Ihrer Reise in China gemerkt, dass die so nach vorne gehen? Na gut, ich war letztes Jahr, ich komme gleich zu diesem Jahr, zum Besuch dieses Jahr. Ich war letztes Jahr bei einer Veranstaltung von der Zentralregierung eingeladen. 4 Minister der Zentralregierung und 600 Unternehmerinnen und Unternehmer als Gäste. Chinesisch, fast zwangsverpflichtet, wurde mir gesagt. Tenor war von den 4 Ministern, wir sind heute der Produktionsstandort der Welt und wir haben beschlossen in der Zentralregierung, dass wir in 10 Jahren der Innovationsstandort der Welt sein wollen und wir werden alles tun, damit wir dieses Ziel erreichen. Aber was tun Sie denn alles? Und Sie tun, ich bin letztes Jahr auch berufen worden in die Akademie der Wissenschaften in China. Das sind Standorte jetzt errichtet worden und werden weitere Standorte errichtet mit Labormöglichkeiten. Ein Unternehmen, das eine Innovation mit jungen Wissenschaftlern machen will, kann ein Labor mieten, kann sich für 2 Jahre da einmieten, kriegt Ressourcen. China lädt junge Forscher aus der ganzen Welt ein, kostenlos zu promovieren in China. Es wird alles bezahlt, wenn man gut genug ist oder Frau gut genug ist. Das heißt, es geschieht. Als ich vor 15 Jahren Universitäten in China besucht habe, Labors in China, konnte man fast überall das Schildchen Museum draufschreiben, Technikmuseum. Wenn ich heute die Labors in China besuche, dann kommt mir genau der Spruch, man muss sich warm anziehen, da geht was, da geschieht was. Würden Sie also ich unterschreiben? Ich war beim letzten Besuch bei einer Veranstaltung ebenfalls in Shenzhen von der dortigen Regierung, mit jungen Entrepreneuren, Unternehmensgründerinnen und Gründer. An dem Abend waren 2000 Gründerinnen und Gründer. Da müsste Baden-Württemberg, was weiß ich, so viel würde man gar nicht zusammenkriegen in Baden-Württemberg. Die waren in einer Stadt, in Shenzhen. Und es waren Regierungsmitglieder da, es war der Oberbürgermeister da und es wurde diskutiert, durften Ideen vorstellen, es wurde diskutiert bis nachts um 24 Uhr über Gründungen, was brauchen die, was muss man denen geben, damit sie noch besser werden können, damit sie noch freier ihre Ideen umsetzen können in wertschöpfende Wirklichkeit, das heißt in Innovation. Danke erstmal. Das heißt, wir haben da was vor uns. Darüber wollen wir jetzt heute Abend hier oder heute Nachmittag hier diskutieren. Das heißt, die Innovation steht jetzt die nächsten knapp 2 Stunden dermaßen im Mittelpunkt, dass wir versuchen sollten, mal überhaupt zu definieren, was eine Innovation ist. In diesem Buch, Herr Professor Ahlers, dauert so ungefähr 99 Seiten, bis Sie da zu einer Definition kommen. Ganz so viel haben wir nicht. Aber vielleicht schaffen Sie es in wenigen Worten oder vielleicht sogar, indem Sie einen Satz vervollständigen, das ein bisschen einzugrenzen. Für mich ist eine Innovation. Wie würden Sie den Satz fortführen? Für mich ist eine Innovation eine neue technische Herausforderung, die ihren Erfolg auf dem Markt zeigen muss, wenn sie aus der Idee zu einem Produkt entwickelt wurde.
Was würden Sie, Sie verziehen schon so das Gesicht, Frau Specht, was würden Sie sagen? Erstmal sind Sie nicht einverstanden. Das ist hervorragend. Ich störe mich, glaube ich, an dem technisch, aber gut. Weil Sie sagen würden, wie würden Sie den Satz fortsetzen? Für mich ist eine Innovation. Für mich ist eine Innovation, dass vorher das Pferd da war und danach das Auto. Also das stimmt natürlich schon, das ist schon ein technisches Thema, ganz definitiv. Aber eine Innovation, ja, also ein totaler Bruch mit etwas, was vorher da war, eine neue Evolutionsstufe, also oder auch vorher ist das Tastenhandy und danach das iPhone, also nichts ist mehr so wie vorher. Mhm. Und es gibt so einen schönen Spruch vom Amazon-Gründer, der sagt, die Innovation geht ja auch erstmal einher mit Zerstörung, also es zerstört was Altes, bleiben auch viele auf der Strecke, aber in Summe ist es für die Gesellschaft immer besser. Also es wird für die Gesellschaft, für den Menschen besser. Bei Ihnen gehen Sätze ein bisschen länger als bei mir, aber es ist vollkommen in Ordnung. Entschuldigung. Wie würden Sie, Herr Kussmaul, den Satz vervollständigen? Für mich ist eine Innovation. Die Interpretation oder die Neuinterpretation von Bewährtem mit Weiterentwicklung durch ein gutes Netzwerk. Also durch eine sinnvolle Netzwerke einzusetzen, ja. Steckt schon viel drin. Machen wir auf der Seite gerade die Runde noch weiter. Herr Stäbler, wie würden Sie den Satz fortsetzen? Eine Innovation für mich ist nachhaltige Wertschöpfung. Mhm. Es kann mit einem Bruch einhergehen, es kann aber auch eine Evolution sein. Es geht um die Nachhaltigkeit. Und für mich ist heute am entscheidendsten an der Innovation, dass wir dadurch, dass wir laufend neue Themenstellungen haben, erst auf neue Ideen kommen können. Das geht heute so schnell. Wir haben heute ein paar Sensoren und schon können wir mit denen etwas lösen. Auf diese Idee wäre man früher noch gar nicht gekommen. Also im Prinzip dieses Treppen aufeinander aufbauen. Ich habe ein Navi, da bin ich früher eine Adresse gefahren. Ich habe aber auch Daten im Internet über Flüge und so weiter. Ich gebe heute nicht mehr den Flughafen ein, sondern das Ziel muss sein, einen Flug einzugeben. Und wenn ich in der Rush-Hour stecke, dann weiß der mir ganz klar, oder er sagt mir, fahr ein bisschen langsamer, wir buchen gleich um. Also diese Step-by-Step-Innovation. Ich habe etwas Innovatives geschaffen und schon kommt mir die nächste Idee. Moment, da geht ja das Nächste damit. Sie merken, Sie sind nicht allein, Frau Specht, was die Satzlänge angeht. Aber ich war kürzer. Sie waren kürzer? Ich werde da ein Auge drauf haben. Jetzt wollen wir bei Ihnen noch weitermachen, Frau Regitz. Was würden Sie sagen? Ich glaube, es ist nicht nur die Technik, es ist auch das Geschäftsmodell, das dahinter steckt. Es ist aber auch das, was der Mensch empfindet. Ich nenne es immer den Wow-Effekt. Und der Wow-Effekt entsteht dann, wenn man sich was anguckt und sagt, ah ja, ist ja gut und schön. Und dann sagt man, oh wow! Und dann ist es eine Innovation. Bin gespannt, ob wir den Wow-Effekt heute auch hier haben. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Sie sind nicht allein, die Sie mitdiskutieren. Zum einen haben wir das komplette Publikum, das wir einbinden wollen. Zum anderen haben wir auch noch mehr Gäste. Tina. Ja, der erste Ball ist also gespielt. Ich bin mir sicher, die Diskutanten, die wir noch nicht gehört haben, die wollen die Bälle kurz oder lang zurückschlagen. Ja, heute nicht dabei ist Dr. Thoralf Kahlert von der Pumacy Technologies. Der ist leider krankheitsbedingt verhindert, wäre sonst auch noch ein Diskutant gewesen. Nicht verhindert und heute hier mit einem Herz für den Nachwuchs, Jochen Wirth, gerne stehen Sie auf. Sie sind Projektmanager des Online-Wettbewerbs Jugend gründet am Steinbeis Innovationszentrum Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim. Er sagt, für Innovationsprozesse in Unternehmen werden die Ideen der Jugendlichen viel zu wenig genutzt. Sie sind die Kunden und Mitarbeiter von morgen. Deshalb hat er auch gleich zwei jugendliche Gründer mitgebracht. Erstmal herzlich willkommen, Jochen Wirth. Und auch herzlich willkommen, Leopold Schäffer und Maximilian Jagiello. Herzlich willkommen. Sie dürfen auch aufstehen. Sie hat promoviert in Maschinenbau und Informatik, ist eine international anerkannte Expertin im Product Lifecycle Management und Virtual Engineering. Sie ist Leiterin des Instituts für Informationsmanagement im Ingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie und Direktorin im Bereich Intelligent Systems and Production Engineering des Forschungszentrums Informatik. Sie forscht an virtuellen 3D-Welten und sagt, Innovation braucht resourceful humans, Aufbruch in eine neue Arbeitskultur durch den Menschen im Mittelpunkt. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Dr. Ing. Dr. H.C. Dziwka Owczarowa. Ja, für Frau Professor Owczarowa hätte ich auch noch eine zweite Karte dann erfinden können. Was stark ist, wir haben viele Frauen heute mit dabei. Ihnen ist es vielleicht schon aufgefallen. Wir haben hier Susanne Peter,
Veränderungen und Innovationen sind für Sie selbstverständlich. Ein Markenzeichen Ihres Unternehmens ist, sich immer wieder neu zu erfinden. Susanne Peter ist nicht nur Geschäftsführerin Finanz IBM Deutschland, sondern auch Vice President Finance und CFO Deutschland, Österreich, Schweiz. Sie sagt, ein innovatives Unternehmen zeigt Risikobereitschaft und stellt sich Herausforderungen. Herzlich willkommen, Frau Susanne Peter. Sonja Fritze sorgt dafür, dass wir beim zukünftigen Autofahren viel besser unterhalten werden als bisher und auch mehr sehen. Sie ist Abteilungsleiterin Entwicklung, Anzeigeinstrumente und Head-Up-Displays der Robert Bosch GmbH K Multimedia. Sie ist Fan agiler Entwicklungsmethoden und war lange im Qualitätsmanagement zu Hause. Aus ihrer Erfahrung sagt sie daher, es gibt Möglichkeiten, Qualitätsmanagement und Innovation zu vereinbaren. Herzlich willkommen, Frau Sonja Fritze. Sie hat vor 3 Jahren den Businessplan-Wettbewerb der Hochschule Reutlingen gewonnen und müsste sich jetzt für ihre vielen Auszeichnungen dann allmählich mal eine neue Vitrine zulegen. Nadine Antic ist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Global Flow GmbH. Sie entwirft verbesserte Entsorgungskonzepte und sagt, ja, wir waren der Ansicht, dass Innovationen notwendig sind hinsichtlich der Wiederverwendung von Abfällen, also haben wir gegründet. Herzlich willkommen, Frau Nadine Antic. Frau Antic, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Welchen Weg haben Sie denn jetzt gerade neu gefunden und welche Herrschaften haben Sie uns dazu mitgebracht? Ich hoffe, es hat hier keiner Angst vor kleinen Lebewesen. Also ich habe Ihnen meinen Mitarbeiter mitgebracht, ja. Die verziehen sich nur gleich ganz schnell. Und zwar, wir beschäftigen uns ja mit Entsorgungswegen, mit klassischen Abfällen, Kunststoffen und so, aber hier sind wir auf unsere Kunden in der Lebensmittelindustrie eingegangen. Und zwar war ich nicht so ganz einverstanden mit den Entsorgungswegen, die bestehen für biogene Abfälle, aber für qualitativ sehr hochwertige Abfälle, weil sie kontrolliert aus der Industrie kommen. Und dann bin ich draufgekommen, dass Würmer das Material energiearm verarbeiten und am Ende quasi den hochwertigsten Dünger, den man nur produzieren kann, herstellen. Und wir Massen an Abfällen haben, also der größte Abfallstrom, den wir behandeln, der liegt bei 80.000 Jahrestonnen, die wir einfach nur deponieren, anstatt das wirklich aufzuwerten und wieder einzusetzen. Und wenn man bedenkt, dass Wurmdünger den besonderen Nutzen hat, dass 50% des Wassers, den man für die Bewässerung von Pflanzen braucht, eingespart werden kann, war das so ein großes Potenzial, dass wir gesagt haben, so, das vertiefen wir jetzt und machen quasi neben der Beratungsleistung, was die erste Firma war, die zweite Firma mit dem Wurmdünger. Genau. Wundert Sie das eigentlich, Würmer gab es ja schon, gibt es ja schon länger, wundert Sie, dass das dann nicht schon jemand anders drauf gekommen ist, wenn man so innovativ ist? Ja, Würmer gibt es schon seit Jahrtausenden und es ist auch schon ein Prinzip, das seit Jahrtausenden funktioniert, ansonsten hätten wir den Humus und die Erde nicht so, wie wir sie haben. Wir sind nicht die Ersten, die da drauf gekommen sind, wir sind die Ersten, die das einsetzen, wirklich als Entsorgungstechnik und vor allem eben in der Qualität für die Mengen, die dahinter stecken. Genau. Vielen Dank. Frau Fritze, ja, gerne, einen Applaus. Der ist angemessen, das ist auch meine Meinung. Frau Fritze, das Neue, das Zukünftige, das ist Ihr Geschäft. Wir wollen heute über den Wert des Neuen diskutieren. Inwiefern ist denn für Sie das Neue immer mehr wert als das Alte? Also als Erstes möchte ich mal sagen, das Alte sollte man nicht schmälern. Also Tradition und Werte haben durchaus auch einen Platz in der Gesellschaft und haben Platz auch im Unternehmen. Aber wenn ich was Neues mache, dann bedeutet es immer einen Wandel, eine Veränderung zu einem ursprünglichen Zustand. Und die Wahrscheinlichkeit, dass etwa bei was Neuem was Besseres rauskommt, ist immer größer als die, dass wenn ich einfach Stillstand habe. Wenn man sich das Automobil anschaut und man schaut sich an, was so vor 125 Jahren im Automobil war und sich das jetzt anschaut, welche Innovationen wir haben, kurz vor dem automatisierten Fahren, würde ich sagen, dann ist da Potenzial da, den Menschen, der Gesellschaft ein besseres Leben zu ermöglichen, Dinge zu lösen, die uns beschäftigen, wie Stau oder Ähnliches, dass einfach eine Gesellschaft sich verbessern kann. Und das ist der Wert für mich des Neuen, eine Veränderung, die verbessert. Ja. Okay. Veränderungen, die eine Besserung hervorrufen. Ich weiß gar nicht, hatten Sie auch so viel Applaus bekommen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Frau Peter,
Von der IBM sind Sie. Die IBM hat gerade 4 Milliarden Dollar investiert in Analytics, Social Software und Clouds. Inwiefern sind denn diese Investitionen so wichtig für eine Innovationskraft eines Unternehmens? Ganz kurz nur, also wir haben sie noch nicht investiert, wir haben sie erklärt, dass wir sie also jetzt investieren werden, weil wir diese Felder für unglaublich wichtig halten. Darauf basiert die Zukunft, unsere Zukunft, aber auch die Zukunft von vielen anderen Unternehmen. Es sind die Eckpfeiler der Digitalisierung, wenn Sie so wollen, ja. Und nehmen Sie also Analytics, das ist also die Auswertung von Daten. Daten ist der neue Rohstoff und ein Rohstoff übrigens, den wir in unbegrenzter Form haben. Und da steckt unglaublich viel drin, was wir uns zunutze machen können und womit wir eben unser Unternehmen voranbringen können, unsere Kunden vor allem voranbringen können und den Unternehmen helfen können, eben auch Regierungen übrigens und, und der Infrastruktur im Allgemeinen, in die Zukunft zu wachsen. Also sind Ihrer Meinung nach eigentlich Daten die Basis für Innovation? Nicht die alleinige natürlich, ja, aber eine wichtige Basis, um eben auszuwerten und auch das Wissen eben, was in den Daten steckt, sich zunutze zu machen, um Innovation zu betreiben. Innovation als solches, da stecken Visionen dahinter, da stecken Träume dahinter, ja, die dann also die neuen Technologien zu entwickeln. Die Daten helfen dabei, dann das in die richtigen Richtungen zu lenken. Vielen Dank. Sie haben gerade angesprochen, Wissen als Punkt. Klar, natürlich, Wissen ist wichtig, aber Frau Professor Ovtcharova, Sie sind ein großer Fan des Satzes, sage es mir, ich werde es vergessen, sage es mir, ich werde es vielleicht behalten, lass es mich tun und dann werde ich es können. Konfuzius' Satz, was hat das für Sie mit Innovation zu tun? Das ist richtig. Also wenn wir über Innovation sprechen, sollten wir nicht unmittelbar über Neuigkeiten sprechen. Neu ist natürlich etwas, was sich bei uns etabliert hat, aber für mich Innovation, wenn ich das ein bisschen wissenschaftlich auch definieren darf, ist realisierter Mehrwert, der zu messbarem Fortschritt führt. Das heißt, es geht wirklich um Realisierung. Das heißt, wir können nicht theoretisch vorgehen und erstmal erforschen oder jahrelang investieren in eine Richtung, ohne wirklich Feedback zu haben. Das heißt, während des Denkens, das haben auch die großen Denker in der Renaissance auch ganz klar gezeigt, also es gibt immer diese iterative Schleife, wo man das Gelernte umsetzen muss, um einfach weiterzukommen. Und das heißt, das, was Konfuzius vor 2000 Jahren gesagt hat, gilt für uns immer noch. Daher würde ich sagen, es ist sehr wichtig, dass bei der Innovation wir auch gleichzeitig an der Umsetzung sprechen. Hier sprechen wir auch über kleine mittelständige Unternehmen mitnehmen, weil sie einfach kürzere Umsetzungszyklen haben. Das ist auch sehr wichtig. Und warum der Mensch im Mittelpunkt stehen soll, ist, weil die Innovation eigentlich durch Menschen wahrgenommen werden. Das heißt, die Innovation wird durch Menschen wahrgenommen. Wir haben irgendwie die Menschen tatsächlich vergessen auf dem Weg zur Innovation. Mhm. Wir sprechen sehr viel über Innovation, aber wichtig ist, wie Menschen wahrnehmen, wie Menschen Informationen verarbeiten. Die Menschen sind immer noch die Einzige, die heutzutage Informationen unstrukturiert und intuitiv verarbeiten, viel schneller als die schnellste Computer. Mhm. Das heißt, wir können diese Ressource, diese wertvolle Ressource, anderes einsetzen, als wir einfach über Human Resources zu sprechen. Die Menschen, das sind Resources for Humans. Human steht im Mittelpunkt, nicht die Ressource. Deswegen, ja. Das, was ich forsche an der Uni, ist die Mensch-Maschinen-Interaktion durch interaktive, virtuelle Unterstützung, durch die Unterstützung der virtuellen Realität, versuchen wir, die Menschen quasi die Probleme, die komplexen Probleme so, den Menschen so anzubieten, dass die Menschen quasi auch aus Erfahrung und Intuition schnell dann Entscheidungen treffen. Da das ist extrem wichtig. Bin ich froh, dass Sie da sind, dass Sie auch da gleich vielleicht uns nochmal an entsprechender Stelle einfach sich melden und dazu dann was sagen. Es geht auch um Resourceful Humans in Ihrer Arbeit. Die Leute, mit denen Sie sich beschäftigen, sind jünger als wir alle hier und Sie sagen, Mensch, die Unternehmen, die müssen doch viel mehr auf die Jugendlichen hören. Was können denn die Unternehmen von den Jugendlichen lernen? Einfach dieses Spinnen. Ich habe vorher, glaube ich, vom Herrn Stäbler gehört,
ja, es gibt jetzt, wenn man bestimmte technische Voraussetzungen hat, kann man jetzt Dinge weiterentwickeln. Die jungen Menschen, denen ist es ziemlich egal, was bisher machbar ist oder nicht machbar ist, die spinnen manchmal einfach in den Raum. Vieles wird davon wahrscheinlich nie realisierbar sein, aber vielleicht sind zwei, drei Ideen dabei, die dann doch realisierbar sind. Und ja, was zum Beispiel realisiert wird gerade, steht gerne auf. Erzählt mal, was habt ihr erfunden? Also eine flache Flasche mit der Form eines Schulbuches, die dann anders als runde Trinkflaschen besser in Aktentaschen oder auch Handtaschen passt und man dadurch unterwegs dann immer ausreichend... Und das ist euch bei eurer Handtasche dann aufgefallen, oder? Dass da die Flasche nicht reingeht? Also wir haben uns halt als Schüler gedacht, dass es irgendwie eine Lösung dafür geben muss, dass die Flasche zu anderen Büchern oder Heften oder auch Dokumenten passt, ohne irgendwie den Inhalt zu zerknittern oder sowas und... Deshalb haben wir eben versucht, die Lösung zu finden und sind dann eben auf das andere Format der Flasche gestoßen. Und Leopold Schäffer, die ist jetzt gerade schon die erste in Produktion, ja? Ja, also im Moment wird die erste Flasche von einem 3D-Drucker in dem Fall jetzt gedruckt, damit wir da auch einfach ein Modell haben und wir uns dann das auch alles besser vorstellen können und besser einschätzen können. Und ja, aber wir wollen auf jeden Fall dranbleiben an der Idee und vielleicht wird es ja auch was. Und wärt ihr ohne diesen Wettbewerb Jugend gründet überhaupt damit in Kontakt gekommen? Nee, also wir haben uns erst entschieden, bei dem Wettbewerb mitzumachen und haben dann nach einer Idee gesucht. Super. Gut. Schönes. Dankeschön. Schönes Vorgehen. Also schon jetzt für mich unglaublich spannend, was wir alles gehört haben. Ich habe beispielsweise gerade, wenn ich Herrn Wirth richtig verstanden habe, Herr Stäbler, Sie spinnen zu wenig. Aber darüber werden wir noch sprechen. Ich würde sogar vielleicht jetzt als alter Mensch diese Idee gleich zerlegen, wie man das ja so tut. Zum Beispiel darüber nachzudenken oder zu fragen. Ihr habt ja bestimmt daran gedacht, dass eine Flasche rund ist, damit man sie gut reinigen kann. Die Frage ist, wenn man die flach macht, dann gibt es wahrscheinlich Kanten. Wie sieht es dort mit der Reinigungsfähigkeit aus, also die Robustness? Also wir haben zwei Lösungsansätze. So, super, ja. Moment, ich hatte unterstellt, dass Sie sich Gedanken gemacht haben. Ja. Welche? Also eine relativ einfache und eine bisschen kompliziertere. Die einfache ist, man kann die Flaschen im Prinzip reinigen mit diesen Tabletten, die man auch für die dritten Zähne benutzt. Das funktioniert ziemlich gut, da haben wir uns auch schon mit beschäftigt. Und der zweite Lösungsansatz ist sozusagen wie so ein Schlauch oder ein Metallrohr, was man oben reinsteckt in die Flasche, was unten geschlossen ist und schräg angebohrte Löcher nach oben und unten hat, sodass, wenn man da Wasser reinpumpt mit einem speziellen Druck halt, dann spritzt das Wasser ja schräg aus den Löchern raus nach zu den Seiten und so würde man auch an die Ecken rankommen. Das ist halt ein bisschen komplizierter, aber... ja. Herr Schäfler, aber hätten Sie das gedacht? Ja. Sie haben sich Gedanken dazu gemacht. Herr Professor Ahlers, Sie melden sich schon, Sie haben Einwände. Ich finde, das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel gewesen, wo wir in diesen Zwiespalt zunächst mal hineingeraten zwischen Innovation und Qualität. Denn der Sinn des Qualitätsmanagements wäre genau das, was der Herr Stäbler gesagt hat. Was gelten denn für Randbedingungen für das Neue, das hier ausgedacht wurde, das weiterentwickelt wird? Nämlich die Frage, wie ist der Nutzen nachher? Und das ist manchmal etwas, was sozusagen das Neue verhindert, zu einer Innovation zu werden, weil es sich nicht durchsetzen kann durch die Tatsache, dass wir Forderungen aufstellen müssen, die im täglichen Gebrauch auf uns zukommen und wir es dann nicht nutzen können. Also es ist ein spannendes Beispiel, wo man sagt, jetzt müssen wir die Spezifikation aufmachen, um festzustellen, wie ist der Nutzerbereich? Ist es eine Getränkebox, die ich wirklich in eine Tasche stecke und ansonsten nicht noch an anderen Stellen nutzen kann? Und wenn ich sie an anderen Stellen nutzen kann, wie ist dann die Nutzungshäufigkeit? Denn eine Flasche alleine könnte ich vielleicht auch nachher wieder wegschmeißen und daraus einen wunderbaren Recyclingartikel machen. Dann brauche ich es gar nicht zu reinigen. Also man muss sich hier mal das Nutzungskonzept genau durchdenken. Und jetzt fängt es an, spannend zu werden zwischen Innovation und Qualität. Und da setzt genau die Innovationsqualität ein. Und wenn das manchmal 99 Seiten braucht, das zu definieren, dann haben Sie vorhin gemerkt, woran das liegen kann. Ja, definitiv. Also deswegen ist auch diese Diskussion sehr spannend. Und wir haben ja ganz, ganz unterschiedlich, oder nicht ganz unterschiedlich, aber in manchen Punkten ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ich möchte, bevor wir auf Sie kommen, Herr Kussmaul, möchte ich ganz kurz mal grundsätzlich die Frage stellen, Frau Specht. Gehen wir, ich habe vorher versucht mitzuzählen, die ersten 10 Minuten war ich bei 78, bin ausgestiegen, gehen wir mit dem Begriff Innovation vielleicht viel zu leichtfertig um? Ich finde total.
Also ich kann es auch irgendwie nicht mehr hören, weil wir mittlerweile für alles irgendwie... Es tut mir leid, wir werden uns noch eine Weile drüber verständigen. Nein, also ich bin ja viel in Unternehmen und ich habe so das Gefühl, das wird auch einfach reflexhaft ausgegeben als Parole. Wir müssen jetzt wahnsinnig innovativ sein, alle miteinander. Und im Tagesablauf und gleichzeitig schaffe ich überhaupt keine Rahmenbedingungen, dass das auch wirklich passieren kann, weil wie gesagt, für mich ist die Definition, dass wirklich was bahnbrechend anders ist. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, das soll in einem vollen Tagesablauf, in festgetackerten Strukturen mal kurz ebenso stattfinden, dann finde ich das schon ziemlich verwerflich. Das heißt, was wir gerade eben gehört haben, der Nutzen ist für Sie vielleicht gar nicht so ausschlaggebend, sondern für Sie ist vor allem die Frage, ist es denn wirklich richtig neu? Nee, für mich ist... Ich finde auch Nutzen ist für mich jetzt gerade auch nicht so wahnsinnig das Thema, weil ja lustigerweise die zukünftigen Kunden auch immer wieder zeigen, die können sich auch ganz irrational aufstellen oder können, es zeigt, Innovation zeigt ja auch, dass Menschen bereit sind, ihren Alltag und ihr Nutzungsverhalten einem neuen Thema anzupassen und es drumherum zu bauen. Also das ist für mich jetzt gar nicht so die Maßgabe. Mhm. Aber ich, also Sie haben mich gefragt, verwenden wir das zu viel und zu reflexhaft, das finde ich schon. Und vor allem, finde ich, wird es missbraucht und in Unternehmen meint man vielleicht einfach nur, ein Produkt soll ein bisschen besser werden oder wir sollen ein bisschen besser werden. Da muss man schon differenzieren, finde ich. Jetzt sitzt zu Ihrer Rechten der Herr Kussmaul, der sagt, naja, aber was Produktionen angeht und Produktionsprozesse, sind wir am Ende der Fahnenstange. Das Einzige, was jetzt noch funktioniert und was jetzt noch hilft, sind die Innovationen. Nicht ganz. Was ich dann meinte, dass ich sage mal, wir sind inzwischen im Fräsmaschinenbereich, im Drehmaschinenbereich bei unheimlich schnellen Wechselzyklen, da kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Ja. Mhm. Es wäre natürlich schön, jetzt die Maschinen so weiterentwickeln, dass da auf der Maschine noch ein Mehrwert entsteht. Das wäre für mich eine Innovation. Machen Sie es mal ganz konkret. Was war denn bei Ihnen im Unternehmen so die letzte ganz konkrete Innovation, die jetzt vielleicht mit den beiden Definitionen, die wir gerade eben gehört haben, auch einhergeht? Ich tue mich auch inzwischen schwer mit dem Begriff Innovation, weil ich sage, wir haben die Kreativität, wir haben sehr viele Ideen. Letztes aktuelles Beispiel, wir entwickeln zurzeit ein E-Mobilitätskonzept unter dem Begriff Leichtbau. Und alle von uns, denke ich mal, kennen auf der A8 Richtung, wenn Sie durch München fahren, die Allianz Arena. Mhm. Ja, wunderschön, beleuchtet. So, die meisten fahren vorbei und sagen, oh, schön, rot, blau, weiß. Ich mag sie nur, wenn sie blau leuchtet, aber das... Okay, jetzt kommt ein Techniker wie ich, fahrt vorbei und sagt, oh, interessant, verschieden beleuchtbar. Ja. Man macht sich dann mal ein bisschen schlau und stellt dann fest, da sind dahinter Membrane, ultraleichte Membrane mit einer gewissen Festigkeit, die dann auch noch elektronisch schaltbar sind. So, jetzt habe ich ein Fahrzeugkonzept und ich habe das Dach von dem Fußballstadion. Also habe ich die Firma ausfindig gemacht, ich habe die Firma angeschrieben, habe gesagt, ich würde gerne mit Ihnen ein Projekt durchsprechen. Ja, zweimal besucht und im Prinzip auf die Gespräche auch die Emotionen eingebunden, weil wir natürlich ein schönes Design haben, so nebenbei erwähnt, sodass ich es geschafft habe, dass die Firma inzwischen begriffen hat, es ist letztendlich wieder ein Dach. Aber ich interpretiere Ihr Stadiondach in einen ganz anderen Bereich und biete der Firma jetzt sogar, vielleicht sogar einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Ja. Es ist jetzt, sage ich mal, eine gute Idee und ich habe es geschafft, durch auch, denke ich mal, oder wir dann durch die Technologiekompetenz hier die Firmen einzubinden. Ja. Thema, wir können das Rad nicht neu erfinden, wir können es nur neu interpretieren. Richtig, ja, weil ich denke mal, es ist auch wichtig, immer Themen dabei zu haben, wie Leichtbau, Technologie, Mehrwert. Ja. Wir versuchen immer, gesamtheitliche Lösungsansätze zu fahren. Ja. Deshalb muss ich auch kurz dem Herrn Ahlers widersprechen oder auch Herrn Stäbler. Ja. Wenn ich schon vorher vor einer Innovation oder vor einem Kreativworkshop anfange zu reglementieren, dann kann ich es meiner Meinung nach bleiben lassen. Ja. Weil wir brauchen diese Freiheiten und wir als Kussmaul, wir haben ein festes Budget, das wir jedes Jahr verplempern dürfen. Mhm. Ja, jeder Mitarbeiter für bei Innovation. Uns. Für Ideen. Für ja. Ideen. Also wir stellen ein Budget, das sind dieses Jahr fast 50.000 Euro. Wenn das verbraten ist, ist es verbraten, mal schwäbisch gesagt, sage ich mal. Ja. On top bekommt jeder Mitarbeiter bei uns ein Spielgeld. Ja, auch jeder Mitarbeiter im technischen Bereich hat eine kleine Summe, die er ausgeben darf. Mhm. Das war sogar
ein langer Weg für uns, ja, weil wir sind alle Schwaben, ja, und Geld auszugeben für was, wo ich keinen Gegenwert habe, ist wirklich eine Herausforderung. Zumindest erstmal keinen Gegenwert. Richtig, ja, aber ich möchte natürlich die Mitarbeiter zu motivieren, dass sie auch mal andere Wege gehen, ja, dass sie mal ohne den Chef zu fragen, ohne dem Abteilungsleiter Rechtfertigung abliefern zu müssen, dass sie einfach mal was probieren. Ja. Und wenn ich einen Workshop mache und sage, das ist unser Plan, das Businessmodell, das muss sein, bum 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 bum, da verliere ich, also ich persönlich, da kann meiner Meinung nach nichts passieren. Ja. Und wir müssen, um auf den Kollegen, auf den Herrn Feix noch zurückzukommen, ne, wir müssen einfach lernen, meiner Meinung nach, uns viel besser zu vernetzen, ja, und dass mir auch der Mittelstand viel schneller an Technologien der Hochschulen der Fraunhofers kommt. Das ist meiner Meinung nach eins der Herausforderungen, die wir haben. Bevor wir jetzt gleich in den äußeren Ring gehen, ich sehe an unterschiedlichen Stellen Kopfnicken, ich sehe Kopfschütteln bei Ihnen beispielsweise, Herr Ahlers. Herr Stäbler, geht es denn, wenn wir jetzt beim Thema Innovation sind, wir hatten gerade eben schon das Stichwort Budget, Geld, wir sind ja alle Schwaben, geht es denn bei einer Innovation letztendlich nicht einfach nur darum, ich als Kunde will doch nur, dass es billiger wird? Alles andere ist mir doch erstmal wurscht, oder? Würden Sie widersprechen? Ich sage sehr oft, letztendlich geht es immer ums Geld. Es gibt ja dieses berühmte Dreieck. Auch Qualität, höhere Qualität ist letztendlich irgendwo dann wieder etwas günstiger. Es hat eine längere Lebensdauer und so weiter. Ich komme gleich noch detaillierter auf Ihre Frage zurück. Ich darf hier noch einmal einhaken. Bleiben Sie erst ganz kurz bei mir, ob es nicht um die Frage geht, es muss billiger sein. Nein, es muss mir einen Mehrwert liefern. Und Mehrwert ist vielleicht unterm Strich am Ende letztendlich doch wieder billiger. Ja? Das mag durchaus sein. Also wenn ich einen Schuh kaufe um 500 Euro und der hält 30 Jahre, dann war er vielleicht billiger wie die Schlappen, die ich alle 4 Wochen wegwerfe. Mhm. Also letztendlich geht es natürlich in der Industrie ums Geld. Sie müssen die Mitarbeiter bezahlen, sie müssen nachhaltig wirtschaften, sie müssen Gewinne erwirtschaften. Es gibt im GmbH-Gesetz und im AG-Gesetz das die Gewinnerzielungsabsicht. Ja? Ganz spannender Punkt. Ich würde sagen, genau an der Stelle hören wir, aber natürlich, jetzt habe ich Ihnen die ganze Zeit den Rücken, zugedreht. Jetzt dürfen Sie einen Zwischenruf. Einen definitorischen Zwischenruf würde ich gerne machen. Nochmal zur Innovation, weil durfte ich den Satz nicht vervollständigen. Ich bin ein Böser. Relativ einfach, nicht nur unsere, sondern von dem, der Innovation überhaupt ins Wirtschaftsgeschehen eingebracht hat, Herr Schumpeter. Ideen sind Ideen. Patente sind Patente. Und Erfindungen. Erfindungen sind keine Innovation. Ideen sind keine Innovation. Innovation ist, wenn eine gute Idee wertschöpfende Wirklichkeit geworden ist, wenn es umgesetzt worden ist oder schwäbisch ausgedrückt, wenn es in der Kasse klingelt, dann ist es eine Innovation. Davor war es was anderes. Und wir sollten das sauber trennen. Jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo Sie am liebsten noch was sagen würden. Sie sind auch schon in Position. Lassen Sie uns einmal kurz nach außen gucken. Wir dürfen auch mal. Als Anwalt der Diskutanten hier. Genau, Frau Peter, ich hatte bei KUS mal beobachtet, da haben Sie heftig genickt und da jetzt mit dem Kopf geschüttelt. Ja. Nee, ich fand das also ganz klasse, das Mitarbeiterbudget oder diese Idee des Mitarbeiterbudgets, die Sie da dargestellt haben. Und dass die Mitarbeiter eingebunden werden. Also wir machen es ein kleines bisschen, oder ein ähnliches Beispiel haben, weil wir haben ein Programm, das heißt iFund IT. Da kriegen bestimmte Leute in der Organisation, je mehr, je besser, man kann sich dafür bewerben, kriegen so ein bisschen virtuelles Spielmoney oder Spielgeld, wie Sie es eben auch gerade dargestellt haben. Und dann bewerben sich bestimmte Projekte da um Funding. Und dann können die Leute eben sagen, ja, ich setze mein Geld da drauf, ich setze mein Geld da drauf. Und das ist also eine tolle Sache, um mal außer der Reihe so kleine IT-Projekte durchbringen zu können, die nicht durch den normalen Budgetierungszyklus gehen müssen und ewig lange brauchen, bis sie dann mal irgendwann umgesetzt werden, Jahre später. Sondern das ist also ein sehr agiler Ansatz und ich dachte, das passt also noch dazu, was Sie gerade gesagt haben. Und natürlich die Mitarbeitereinbindung und da habe ich auch bei Ihnen dran gedacht vorhin, als Sie Ihre tollen Ideen da dargestellt haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass Sie und Ihre Kollegen da Mitarbeiter sind, es ist so wichtig, dass man dieses Potenzial einer Firma sich zunutze macht. Ja, wenn man junge Mitarbeiter hat, die eben eine neue Denke mit reinbringen, neue Ideen mit reinbringen und auch anders ja ticken als also wir Älteren teilweise. Ja, und das muss man sich zunutze machen, weil das ist ja der Zukunftsmarkt und ja. Da geht's hin. Also ist es im Grunde zum einen eine Frage des Geldes, das man investiert und zum anderen aber auch den Mitarbeitern einfach die Möglichkeit zu geben. Ja, ne? Und zusammenbinden, neue Wege gehen, neue Konzepte, flexibel sein. Ja, das
ist unbedingt nötig heutzutage, finde ich. Blöderweise ist es ja so, dass wir uns genau das ja nicht zunutze machen in Unternehmen. Kann man aber, liegt da an uns. Ja, aber das ist zum Beispiel mein Thema, dass ich halt wirklich, also ich habe ja eine sehr provokante These aufgegriffen, dass wir eben 70% der Fähigkeiten nicht nutzen, die da sind. Mhm. Und ich weise es in meinen Projekten nach, dass wir es nicht nutzen. Mhm. Also von daher, ich höre es eben immer, oh, wir müssen es uns zunutze machen und tolle Idee. Aber wenn so ein junger Mensch dann in meinen Strukturen sitzt, im Unternehmen, dann nervt es halt. Das heißt, wir müssen gleich mal drüber diskutieren, wenn ich Sie richtig verstehe, müssen wir gleich drüber diskutieren, was müssen wir eigentlich in den Unternehmen verändern, was müssen wir eigentlich für Bedingungen schaffen, um dann tatsächlich innovativ zu sein. Ich würde tatsächlich trotzdem, kein Problem, ich würde tatsächlich trotzdem vielleicht auch mal die Frage ins Publikum an Sie alle, Sie haben ja diese Kärtchen. Oh ja, wo ich mache es zum Veranschaulichen. Gerne. Frau Kraus, walten Sie Ihres Amtes, wo wir mal tatsächlich, um dann an der Diskussion weitermachen zu können, inwieweit es tatsächlich um Geld geht. Ja, also welche These wolltest du von uns? Ich würde mal tatsächlich in den Raum stellen, dass Innovation eine Frage der Größe des Geldbeutels ist. Also Innovation ist eine Frage des Geldes. Blaue Karte nach oben für Ja, stimmt, oder rote Karte nach oben für Nein, Blödsinn. Hier ist alles rot. Darf ich Sie mal kurz fragen? Ihnen auch. So. Aha. Viel rot, ja? Viel rot, habe ich sehr, das richtig? Also mein Eindruck ist sehr viel rot. So, Sie haben auch die rote Karte hochgehalten. Warum? Iris Bergmeier, Sony DADC. Weil wir viele Innovationen zuerst mal ausprobieren müssen, noch gar nicht viel Investitionen tätigen müssen, um mal zu sehen, ob das prinzipiell funktioniert. Wir arbeiten auch sehr gerne mit Spin-off-Firmen zusammen, die auch noch nicht viel Geld haben. Aber wenn man einen Prototypen mal bauen kann, demonstrieren kann, dass es funktioniert, kommen dann auch Investoren, wo man dann die Innovation wirklich umsetzen kann. Mhm. So, wer hatte jetzt eine blaue Karte hier hochgehalten? Mal Freiwillige vor. Ah, da hinten. Hier drüben ist eine. Ein einsamer Herr in der zweiten Reihe. Ich komme zu Ihnen, gerne. Hier war ich noch gar nicht heute, vielen Dank. So, warum haben Sie die blaue Karte hochgehalten? Ich habe die blaue Karte hochgehalten, weil ich denke, eine Innovation kann sozusagen kostenfrei entstehen, aber im Endeffekt ist es vom Geld abhängig, da normalerweise die Erfolgsquote von Innovationen im Promillebereich liegt. Das heißt, wenn ich systematisch eine Innovation vorantreiben möchte und das systematisch in einem Unternehmen durch eine Konzeption und durch eine Struktur aufbauen möchte, es muss eben Geld vorhanden sein. Mhm. Herr Professor Ahlers hat gerade eben schon zugeflüstert, das ist genau das Dilemma. Was ist das Dilemma? Das Dilemma ist, dass Geld alleine nicht glücklich macht im Sinne einer Innovation, aber genauso Armut nicht glücklich macht im Sinne einer Innovation. Es braucht Leute, die erstmal gute Ideen entwickeln und dann ist es nicht eine Frage des Geldes alleine, ob man diese Ideen in eine Innovation umwandeln kann, sondern es ist eine Frage der Durchsetzungsfähigkeit. Die zwei Jungs hier, wenn sie es richtig machen, setzen das durch. Sie brauchen nicht unbedingt das große Geld. Ganz im Gegenteil, es gibt genügend Beispiele in den Firmen, da könnte man IBM genauso nehmen wie SAP, wo viel Geld reingesteckt wurde in bestimmte Entwicklung, um dann festzustellen, dass man doch einen etwas anderen Weg einschlagen sollte, um hier erfolgreich zu sein. Ich will jetzt nicht auf 3M und solche Firmen verweisen, die eine ganz enorme Kultur, zumindest sagen wir mal in den 80er, 90er Jahren, hatten, Innovationen zu fördern. Mhm. Denn es ging darum, dass man Mitarbeiter freistellte für bestimmte Aktivitäten. Man gab ihnen Projekte, aber man gab ihnen nicht das große Geld, sondern man gab ihnen ein paar Leute an die Seite und sagte, macht mal. Mhm. Und die durften entwickeln. Die Post-it-Etiketten sind nicht entwickelt worden, weil einer sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich mache jetzt Post-it-Etiketten. Jetzt haben Sie gerade eben, Herr Professor Ahlers, Sie haben schon SAP angesprochen, deswegen wollen wir auch mal zu Frau Regitz rübergehen. Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, auch, es ist keine Frage des Geldes, keine Frage der Unternehmensgröße, sondern es geht um die Kultur des Unternehmens. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen ausführen. Also ich glaube, ich möchte andocken an die jungen Kollegen, die hier diese schöne Flasche entwickeln. Super, dass wir euch da haben. Genau, das also. Ist ein super Aufhänger. Und es ist für mich ganz klar, Spinnen ist überhaupt gar keine Frage des Alters. Für mich ist es eine Frage der Mentalität und des Dürfens. Ich glaube, das ist extrem wichtig und ich glaube ganz im Gegenteil, ich würde aus meiner Erfahrung, aus solchen Kategorien, jung, alt, keine Ahnung, blond oder nicht blond, würde ich aussteigen, würde sagen, es geht hier nur darum, dass der Mix richtig ist. Machen Sie es mal ganz konkret, was machen Sie, machen Sie es mal ganz konkret, was machen Sie denn bei SAP, um innovativ zu sein?
Also wir als SAP sind zwar mittlerweile ein großer Laden, aber ich behaupte immer noch, wir haben sehr flache Hierarchien. Nicht im Sinne einer organisatorischen Hierarchie, auch da haben wir alle möglichen Titel zu vergeben und alle möglichen Verwaltungseinheiten, aber wir sind gedanklich ohne Hierarchie geblieben. Das heißt, ich kann ohne Problem und ohne, dass ich Ärger kriege, ein Mail schreiben an den Vorstand, wenn ich eine Idee habe. Also auch nach ganz oben. Ganz nach oben. Das heißt, wir sind an der Stelle sehr flach in der Kommunikation geblieben und wir sind sehr stark auf Team gegangen. Das heißt, wir haben das Team sehr stark gefördert und auch an der Stelle schlägt dann diese Unterschiedlichkeit der Menschen zu. Und auch das und aus dieser Unterschiedlichkeit entstehen dann Dinge, die erstmal gar nichts mit der Firma zu tun haben. Haben Sie ein Beispiel? Also wann haben Sie zuletzt eine Mail nach ganz oben verschickt, weil Sie so eine tolle innovative Idee hatten? Also ich habe jetzt schon lange keine Mail wegen einer innovativen Idee. Es gibt mehrere Beispiele. Also ich möchte jetzt nicht das Thema Frauennetzwerk bringen. Das war eine der Sachen, die wir einfach getan haben. Mhm. Was wir aber auch haben bei der SAP, wir haben einen internen Coaching-Pool. Das heißt, wir haben Kollegen, die andere Kollegen coachen in allen Lebenssituationen. Und diese Idee entstand, weil irgendein Mitarbeiter irgendwann mal gesagt hat, ich würde es gerne tun und die Firma braucht es doch, weil immer mal jemand den nächsten Karriereschritt machen möchte oder eben eine Idee hat und fragt, was muss ich denn da jetzt tun? Also nach dem Motto, Kollegen helfen Kollegen. Das ist mittlerweile ein Konzept, was weltweit global ausgerollt wurde und ist tatsächlich von einer kleinen Schar von Kollegen erarbeitet worden und ist damit einfach viral ins Unternehmen reingetragen worden. Mhm. Und so gibt es ganz viel, das heißt, dieses Engagement der Mitarbeiter, sich über das eigentliche Fachliche hinaus auch zu engagieren, wird extrem gefördert und ist auch erwünscht. Mhm. Und was ich auch noch sagen wollte ist, und was das damit auch mit einherbringt, ist diese Art Neugier, die es eigentlich braucht. Das heißt, ich will auch immer wissen, was mein Kollege nicht nur im Job macht, sondern es interessiert mich dann halt auch, was er darüber hinaus macht. Meine Neugierde, und ich glaube, das ist das Schlagwort, die Neugierde. Und da können Sie auch 80 sein, Sie können neugierig sein und dadurch entsteht dann das Neue. Und das würde ich auch nicht immer in Geld messen wollen, weil das, man sagt ja heute sehr schön, das iPhone wäre nicht entstanden, wenn es nur nach Nutzen gegangen wäre. Der Nutzen ist eigentlich... Es ist ein Telefon. Es ist ein Telefon. Oder es fing an als Telefon. Mit verschiedenen Zusätzen. Genau. Also von daher ist die Frage, was möchten Menschen? Mhm. Und das würde ich nicht immer in Nutzen abfragen, sondern würde sagen, was ist denn was, was wir tatsächlich, was sie begeistert, was begeistert Menschen? Unternehmenskultur also, Ihr Thema. Jetzt wandern wir direkt mal weiter zu Ihnen. Marcel, dürfen wir auch kurz? Däbler? Ich habe hier, ja? Ich komme zu Ihnen, versprochen. Herr Stäbler, schaut Sie mich sind schon. Sie sind mir nicht böse, oder? Dass ich gar, das habe ich doch hören wollen. Sie hatten gerade sich gemeldet. Also ich kann mir vorstellen, dass von Frau Regels Thema Neugier Ihnen mehr zusagt, als was Professor Ahlers gesagt hatte. Ja, das war genau richtig, was Frau Regels gesagt hat. Ich möchte auch ergänzen zu dem, was Herr Kussmauer gesagt hat. Wir müssen einfach den Menschen wieder die Freiheit zum Denken geben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das, was auf uns erwartet in Zukunft, wir müssen wirklich, um wettbewerbsfähig zu bleiben, wir müssen die Arbeitskultur verändern, die Arbeitsorganisation, die Arbeitskultur. Wir können einfach die Fähigkeiten der Menschen gar nicht beanspruchen, wenn wir die ständig in diesem Korsett reindrücken von Regeln, Gesetze, Arbeitszeiten. Wir sind nicht flexibel. Wir werden einfach scheitern in der Umsetzung. Jetzt bei der ganz neuen Initiative Industrie 4.0, alles spreche ich über Technik, über Systeme, die miteinander kommunizieren. Die Menschen sind gar nicht da. Also das heißt, Menschen brauchen Räume für Kreativität, für Denken, umzusetzen, zu experimentieren, zu spielen. Das ist also richtig erfolgreiche Unternehmen, sind ganz klar, haben ganz klar angefangen. Wie kann das konkret aussehen? Es geht nicht um Geld. Ja, wie das, daran denken wir auch und wir müssen viel früher anfangen. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern. Also seit Jahren betreue ich einfach eine Klasse von hochbegabten Kindern aus Bretten. Die kommen einfach in mein Zentrum, wo sie wirklich mit der Technik spielen. Und die kommen auf unkonventionelle Ideen. Ich bin einfach begeistert. Haben Sie irgendein Beispiel im Kopf, was da zuletzt gekommen ist, zufällig? Ja gut, also wir haben zum Beispiel mehrere Bilder projiziert und wir haben sie gebeten, in 2 Stunden Thesen zu erstellen. Also das sind Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Die sind unbelastet, so im Denken. Und wir haben einfach sie gebeten, dass sie diese Bilder, das waren Bilder aus verschiedenen Bereichen, Energieeffizienz, Umwelt, Technik, Menschen, soziale Kompetenz und so weiter, sie dürfen ganz frei Bilder auswählen und etwas dazu sagen. Oder wenn sie nicht schreiben können, einfach dazu sagen. Oder manche könnten schon schreiben. Ja. Ich war wirklich fasziniert, was diese Kinder alles an Ideen und Thesen vorgelegt haben.
Viele, die waren auch gar nicht beeinflusst, weil sie, die Eltern waren nicht da und die Lehrerinnen waren auch nicht dabei, die haben ganz frei gesprochen und viele haben zum Beispiel, also es gab so eine These, ich möchte in Zukunft Ingenieur werden, dass ich endlich mal wirklich diese großen Gebäude nicht mehr baue, sondern dass die Menschen nicht mehr in diese Käfige leben, sondern dass sie in Gebäude leben, die wirklich für die Menschen auch geschaffen werden, nicht für die Technik und so weiter. Das heißt, Sachen, die eigentlich einfach direkt aus dem Inneren kommen, aus der Überzeugung. Meinen Sie also, ja, im Grunde sollten Unternehmen einfach schon auch mit mal einfach eine Schulklasse einladen, oder? Also ich bin absolut begeistert, wenn sich Generationen treffen und wirklich kontrovers auch diskutieren, weil was wirklich definitiv wichtig ist, dass die Menschen auch Freiheit haben, Räume für unkonventionelle Ideen. Das heißt, wir sind nur die Menschen, können wirklich die Verbindung schaffen zwischen Dingen, die eigentlich irgendwie nie zusammengehören, wie auch Herr Kusmau das gesagt hat. Das heißt, also es ist wichtig, dass die Menschen Zeit haben, die Flexibilität haben, zu denken, dass sie über Zeit verfügen, über die Möglichkeit, etwas zu bewegen, ohne wirklich, sozusagen in Arbeitszeiten und Arbeitsräumen wirklich gesperrt zu werden. Das, was ich versuche, ist, ich bin gleich fertig, ich glaube, Professoren reden viel, ich kann auch stundenlang reden. Ja, ja, da habe ich keinen Zweifel dran. Also ich möchte mein letzter Satz aufwerfen. Ich wollte sagen, in der Bildung haben wir schon angefangen. Ich arbeite mit Generationen, mit Kindern, bringe Kinder mit Studierenden und mit Promovierenden zusammen. Mhm. Und nochmal, wenn wir zurück zu Konfuzius kommen, einfach nicht nur reden, sondern ausprobieren. Man braucht Räume für Experimentieren, für Schaffen. Und da bin jetzt ich Herr Wirth, sind wir an der Stelle ganz kurz. Also wir müssen uns ein bisschen sortieren kurz. Hier höre ich zustimmendes Raunen, hier sehe ich Nicken. An manchen Stellen höre ich das Gegenteil. Wir sind gleich bei Ihnen, Herr Wirth. Lassen Sie uns einmal so die Runde machen und fangen bei Ihnen an, Herr Stäbler. Die Räume, die wir gerade eben schon gehört haben, die es braucht, um kreativ zu sein. Sie als CEO von Novatec haben freitags einen Innovationstag. Das heißt, da schaffen Sie diesen Raum und sagen, so, liebe Mitarbeiter, heute sind wir kreativ und innovativ. Wie können wir uns das konkret vorstellen? Ganz einfach. Wir verwechseln gerade ein bisschen Innovation. Ich habe jetzt sehr oft gehört, wir wollen erfolgreich sein von allen. Eine Innovation ist dann erfolgreich, wenn ich einen Wert geschaffen habe. Und ein iPhone kann auch Image kann ein Wert sein. Also es ist ein Wert da, sonst bin ich nicht erfolgreich. Und ich muss nicht unbedingt Geld einsetzen, um innovativ zu sein. Mhm. Aber wenn ich innovativ war, dann ist ein Mehrwert da. Ich glaube, da verwechseln wir gerade den Input und den Output. Mhm. Guter Hinweis. Genau. Wir haben leider, und da hat man vorher gesagt, Reglementierungen ist Arbeitszeit. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Warum soll einer abends um 8 aufhören, wenn er da gerade noch eine zündende Idee hat und was ausprobieren will? Reglementierungen heißt für mich nicht Arbeitszeit, sondern ich bin vollkommen bei Ihnen. Ich glaube, unsere Arbeitszeitgesetze, unsere viele Regulierungen, die wir an den Stellen haben, die behindern uns. Mhm. Auch, dass wir freitags vielleicht nur freitags arbeiten können, das behindert uns. Aber Fakt ist, wir wollen die Leute ja zusammenbringen. Das heißt, wenn ich dem einen sage, wenn du Lust hast, montags und dem anderen mittwochs, dann kriege ich sie nicht so zusammen. Ich kriege sie über Chats und so weiter zusammen. Aber ein paar Regulierungen brauchen wir auch, um natürlich zusammenzusitzen. Und so sind wir dann dort erfolgreich. Wir sind ja im Bereich Software unterwegs, kein Geld im Sinne von Investition, sondern wir brauchen Geld im Sinne von Zeit. Also ich muss den Mitarbeiter dort bezahlen, weil er macht es nicht sonst das Innovative, sondern und dann bezahle ich ja gern dafür. Also wir brauchen auch wieder Geld, aber im Sinne von Zeit. Und so sind wir dort innovativ. Letztendlich müssen wir aber hinterher und nicht gleich, und da bin ich voll bei der Frau Professorin, nicht sofort reglementieren, aber wenn ich dann einen Wert schaffen will, muss ich dann schon schauen, folgt es den Gesetzen der Physik, kann ich eine Heizung in eine flache, in andere neue Häuser verbauen, was haben wir für Klimavoraussetzungen, wie ändert sich das Klima, haben wir Sturmzonen, also ich muss dann schon schauen, irgendwann mal, ob diese völlig neue Denkweise umsetzbar ist. Mhm. Robustness. Aber und dafür? Ihre Mitarbeiter sind immer innovativ. Die sind von Montag bis Freitag innovativ. Natürlich immer. In den Projekten. Ja, weil Sie gerade sagen, ich muss quasi Zeit freischaufeln und Ihnen und Geld vielleicht zur Verfügung stellen, damit Sie innovativ sind. Sie sind es immer. Ja, aber in den Projekten gibt es Vorgaben natürlich. Da ist man nicht frei. Aber alleine, dass Sie diese Arbeit machen und permanent Signale bekommen und permanent darüber nachdenken, da entstehen schon Ideen.
Das ist, muss man gar nicht künstlich abrufen. Im Prinzip muss man nur dafür Raum schaffen. Herr Kussmaul, so. Ganz kurz, bevor wir zum Herr Wirth gehen, ganz kurz zu Ihnen. Sie vertreten da eine ähnliche Meinung, glaube ich, wie die Frau Specht und sagen, also dieses auf Knopfdruck innovativ sein ist schwierig. Sie haben ja neulich zum Beispiel, wir haben uns vorab ja am Telefon schon mal kurz kennengelernt, haben Sie mir gesagt, Sie waren gestern mit Ihrer Frau im Bekleidungshaus, richtig, waren shoppen und hatten dabei eine weltweit bewegende, verändernde Idee. Ja, da war ich auch vom Kopf her frei. Ja. Ich bin in meinem Daily Business, bin so zugepflastert und ich persönlich, auch die Mitarbeiter, die können nicht auf Knopfdruck innovativ sein oder was kreativ. Was hatten Sie denn da zwischen den T-Shirts und Jeans? Was hatten Sie da für eine Idee? Nee, kann ich so jetzt noch nicht sagen, ja, aber wir waren dann in Stuttgart unterwegs und dann lief man an verschiedenen Boutiquen vorbei, die alle entsprechend Werbung produzieren. Dann natürlich interessiert mich immer, wie wird eine Werbung gestaltet und mit welchen technischen Mitteln setzt man ein. Und auf einmal sage ich, Mensch, der Ansatz, nicht schlecht, dann sieht man das von den Farben her. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, dann war der Verkaufsnachmittag, der war für meine Frau und meine Tochter dann halt ein bisschen gewohntes Business. Ja. Die hatten dann ihre Shoppingtour und ich war am Telefonieren, weil ich dann meine Mitarbeiter angerufen habe. Also habe ich gesagt, Mensch, was haltet ihr? Die und die Idee, wir machen das so und so und so weiter. Ich lohne es gleich ab und jetzt entsteht hier bei uns eine Produktidee für unser Büro in Mallorca, sage ich mal, ne? als Produkt vielleicht für ein neues Objekt. Und ich bin ein Fan von Freiräumen. Ein kleines Beispiel, wenn wir sagen, ein praktisches Beispiel. Wir sind jetzt natürlich nicht das Weltunternehmen, wir haben 60 Mitarbeiter, aber bei uns hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Ja? Und einfach mal ein Beispiel, wir sitzen zusammen, kommt ein Anruf von einer Frau, ja? Dann kommt die Sekretärin rein und sagt, könntest du nachher deine Frau zurückrufen? Dann ist er tot, sage ich mal. Ja. Dann ist er ein Gedanken, was will meine Frau? Mhm. Was ist zu Hause? Ja, dann geht nichts mehr. Ja. Dann sage ich zu ihm, okay, wir machen Schluss, geh nach Hause. Naja, wir sind noch nicht fertig. Sage ich, du, geh nach Hause. Ja, weil du bist gedanklich nicht mehr frei. Mhm. Und deshalb biete ich dir an, du kannst von zu Hause arbeiten. Wir bieten es alle an. Ja. Wir lösen auch zurzeit unsere ganze Arbeitszeitmodelle auf, weil letztendlich geht es um die Leistung. Ja, und der Mensch muss sich wohlfühlen, dann kann er die Leistung bringen. Ne? Ganz spannender Punkt eben so in dieser ganzen Diskussion. Richtig. Was müssen wir überhaupt oder was müssen die Unternehmen ja, überhaupt? Müssen und auch, ich denke mal, jede Führungskraft muss ja irgendwann mal wissen, wie ticken meine Mitarbeiter. Ja. Und dann muss ich doch, ich sage mal, nicht nur kundenbezogene Systeme entwickeln, sondern ich muss auch mitarbeiterbezogene Systeme entwickeln. Lassen Sie uns das Thema Führungskraft, Mitarbeiter, lassen Sie uns genau darauf gleich kommen. Danke, dass Sie kurz gewartet haben. Mich würde da allerdings interessieren, wie da Ihre Erfahrung ist, weil zu Hause kommt doch die Frau zum Beispiel auch rein, bringt einen Kaffee und lenkt auch ab. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ist das gut? Klappt das gut? Ja. Ich weiß nicht, ob meine Frau jetzt zuschaut. Nee. Das klappt in der Regel gut. Ich hab vielleicht das Glück, dass ich auch eine sehr kreative Frau habe. Ja, und wir befruchten uns oftmals gegenseitig. Ja. Also Homeoffice für die, die kreative Frauen haben. Zum Beispiel. Da sage ich doch ja. Herr Wirth, Sie wollten auch noch einsteigen? Freiheit ja, auf einen Punkt wollte ich eingehen, weil ich vorher gehört habe, Klassen ins Unternehmen holen oder auch das Thema ist jetzt Geld der limitierende Faktor für Innovation, ist für mich gar nicht, sondern für mich, vor allem mit den jungen Menschen, ist es dieser Widerstand des Etablierten. Ein kleines Beispiel. Ich hatte ein Team, das ein Thema für Stuttgart sehr interessant ging, um Thema Feinstaub. Die hatten was entwickelt, die hatten das auch schon Prototypen, alles fertig, Thema Feinstaub. Die sind bei den etablierten Unternehmen gegen Mauern gerannt. Die haben keinen Bock mehr gehabt. Die haben dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. Was war das? Können Sie das erzählen? Das war hinter den Bremsen, war das ein Auffangbehälter und die haben dann tatsächlich, das ging dann schon bis Richtung Patent und dann wurden sie leider von einem Business Angel übers Ohr gehauen und des Patentes beraubt. Aber es war so einfach so, dass die Idee nie umgesetzt wurde, weil die Etablierten gesagt haben, von einem 14-Jährigen, 15-Jährigen lasse ich mir nicht sagen, dass wir eine Idee haben. Ich habe eine ganze Abteilung mit Leuten, die kreativ sind. Die sollen das gefälligst entwickeln. Sie hatten auch in unserem Vorgespräch erzählt von dem Beispiel, dass mal Jugendliche gesagt haben, Mensch, so Müsli übers Internet verkaufen, das wäre doch was. Und man dann die Lehrerin gesagt hat, nee. Das war der andere Hemmschuh, das war die Lehrerin, das war auch schon 10 Jahre her, die damals meinte, dein Mensch wird Müsli übers Internet kaufen. Jeder kennt mein Müsli. Wie man heutzutage weiß, doch. Könnte man wahrscheinlich sogar Müsli übers Internet verkaufen.
Das war nur der Punkt, den ich nur einbringen wollte. Danke. Vielen Dank. Ja. Dankeschön dafür. Dann machen wir jetzt tatsächlich mal weiter. Ich glaube, das ist so der zentrale Punkt. Wir machen jetzt mal weiter mit der Frage, was muss das Unternehmen zur Verfügung stellen, dass wir innovativ sein können? Was bedeutet das für die Führungskräfte? Wie sieht dann das Recruiting von Mitarbeitern aus? Ich glaube, das ist ja so ein ganz zentraler Punkt, wenn ich richtig liege, Herr Professor Feigs. Ah. Gestatten Sie mir, dass ich trotzdem noch mal gleich auf das Thema zurückkomme. Aber ich möchte zu dem, was Sie gerade gesagt haben, und wir haben da drüben möglicherweise zwei potenzielle zukünftige Unternehmensgründer sitzen. Wir haben hier eine tolle, erfolgreiche Unternehmensgründerin schon. Und wir diskutieren bisher ziemlich viel über, was müssen etablierte Unternehmen tun, damit sie gute Ideen in wertschöpfende Wirklichkeit umwandeln, das heißt innovativ sind. Mhm. Wir haben aber auch ein Problem hier im Ländle. Wir haben in Deutschland, nicht nur im Ländle, wir haben in Europa ein Riesenproblem. Wir haben fast 25% Jugendarbeitslosigkeit. Das heißt, Europa ist krank und diese Krankheit wird nicht geheilt werden durch die etablierten großen Firmen. Bosch kann nicht in Spanien noch mehr Arbeitsplätze schaffen oder sonst was. Das wird nur geschaffen werden und gesunden, wenn wir viele Unternehmensgründerinnen und Gründer haben. Das heißt, wenn junge Leute nicht nur gute Ideen haben, sondern auch die Chancen und die Rahmenbedingungen kriegen, diese guten Ideen in wertschöpfende Wirklichkeit umzusetzen und das möglichst im eigenen Unternehmen und nicht in einem etablierten großen Unternehmen versuchen, da die möglicherweise radikalen Ideen umzusetzen. Lassen Sie uns genau daran. Ganz kurz noch, und da haben wir, ich muss das loswerden, da haben wir hier denkbar schlechte Rahmenbedingungen. Wir haben eine Gründerrate in Deutschland von 1,5%, das ist die wir sind am zweitletzten Platz bei allen etablierten Industrienationen, USA über 10%, China über 10%, Sie haben am Anfang mich nach China gefragt, das heißt, dort kriegen junge Menschen, die eine gute Idee haben, Rahmenbedingungen gestellt, dass sie dürfen, dass sie das umsetzen dürfen. In den USA kann ich 4 Firmen gründen, gegen die Wand fahren und wenn ich dann gemerkt habe, als Unternehmer bin ich nicht, tauge ich nicht, kann ich immer mich noch als Präsident bewerben. Es geht in den USA. In Deutschland bin ich nach dem Scheitern, nachdem ja eh alle gesagt haben, ich habe es dir doch gleich gesagt, dass es schief geht. Der Herr Rottmann, der CompuNet gegründet hat, hat mir mal erzählt, die Geschichte, als er von USA zurückkam mit der Idee, Computernetzwerke, eine Firma zu gründen. Mittagstisch bei den Eltern, Vater hat gefragt, Sohnemann, hast du schon einen Job? Er hat gesagt, ich mache eine eigene Firma. Dann war die Reaktion vom Vater, so hat es Rottmann mir erzählt. Ja, aber so niemand, dann ist das ganze Studium umsonst gewesen. Ja, aber das ist Deutschland. Und gehen Sie mal mit der Flaschenidee hier um die Ecke zur Landesbank und sagen, Sie wollen einen Kredit. Ja. Wir haben ja tatsächlich die Frau Antic da. Ja. Genau, kann man in Deutschland innovativ sein? Ja, also ich muss sagen, uns ist es wirklich leicht gefallen. Zum einen, wenn man die Idee hat, ist es und die ein bisschen erprobt hat auch, ein bisschen was reingesteckt hat, ist es leicht, noch viel mehr Geld zu bekommen. Also wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir uns aussuchen können, mit welchen Investoren wir zusammenarbeiten. Und was ich noch ergänzen wollte, ich glaube auch, dass unbedingt ein Umdenken stattfinden muss. Und zwar dahingehend, dass bereits in der Schule quasi die Möglichkeit eröffnet wird, sich selbstständig zu machen oder seine Ziele persönlich zu verfolgen und die nicht an irgendwelchen Unternehmen aufzuhängen oder zu sagen, ja, hier jetzt der Daimler in Stuttgart zu bedingen, da musst du hin. Also ich kann es nur aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Meine Eltern, die haben gemeint, ja super, jetzt bist du hier schon jahrelang als Werkstudent, gerade bist du in einem Unternehmen drin und du hast schon einen sicheren Job, bist du sicher, dass du das hinhängen willst? Und dann 2 Jahre später bin ich dann mit den Würmern ums Eck gekommen. Und dann, also am Ende ist es halt so, dass ich glaube, dass es notwendig ist, umzudenken und die Chance eingeräumt werden muss und auf der anderen Seite auch Scheitern erlaubt sein darf, wenn es denn passieren sollte. Das ist genau, danke. Frau Specht, das ist ja genau Ihre These. Wir müssen zum einen den Raum schaffen und zum anderen müssen wir dieses Scheitern mit einplanen. Ja. Sie liegen auch schon. Ja, ich hab einfach so eine Lieblingsaussage. Ich sage, wenn wir jetzt einen Herrn Bosch oder einen Herrn Siemens oder einen Herrn Daimler an den Kriterien gemessen hätten, wie wir es heute machen mit Ideen, ja, oder er hätte ein E-Mail schicken müssen an jemanden, der das beurteilt,
dann wären die wahrscheinlich alle platt gewesen, weil die sind auch jahrelang erstmal gescheitert mit den Ideen und gegen die Wand gefahren. Und sie mussten unglaubliche Rückschläge auch menschlich in Kauf nehmen, sich abgrenzen. Also wenn wir darüber sprechen, was braucht es eigentlich, um ein Unternehmer zu sein? Ja? Ich muss mich erstmal abgrenzen, ich muss auch bereit sein, alleine sowas zu machen, weil das Umfeld eben sagt, um Gottes Willen, was machst du? Und von daher denke ich, wenn ich mir diese Beispiele anschaue, von denen wir heute noch profitieren, dann sind das vollkommen andere Paradigmen, wie ich sie heute vorfinde. Mhm. In Unternehmen, weil da muss ich es nach 3 Monaten rechnen. Oder die Möglichkeit muss auf jeden Fall da sein, dass es sich rechnet. Herr Professor Allers, Sie notieren hier schon das Blatt. Was schreiben Sie denn so fleißig? Ja, ich schreibe alles mit, was ich hier so höre und was ich gerne kommentieren würde. Oder auch, lassen Sie uns vereinzelt, lassen Sie uns nicht alles jetzt kommentieren, aber lassen Sie uns tatsächlich drauf auf genau das, was wir jetzt gerade eben schon gehört haben. Das Scheitern ist offenbar wichtig. Die Rahmenbedingungen innerhalb des Unternehmens, aber auch für Existenzgründer sind wichtig. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind die im Moment eher Käse. Wie würden Sie das beurteilen? Das Scheitern ist ungeheuer wichtig. Denken Sie nur an Apple, Steve Jobs. Denken Sie an Bill Gates, der auch mal beinahe gescheitert wäre, wenn ich IBM ihm auf den Trichter gebracht hätte. Also von daher gibt es immer wieder die Randbedingungen des Scheiterns. Aber diese Leute haben nicht aufgegeben. Mhm. Sie haben weitergemacht. Sie haben nicht aufgehört, ihre Idee weiterzuverfolgen. Und wenn Sie mal nachschauen im Smartphone-Bereich, im Rechner-Bereich, im Automobilbereich, wie viele Dinge vorangetrieben wurde, neu vorangetrieben von engagierten Gruppen und wie wenig nachher auf dem Markt erschienen sind und mit wie wenig wir heute noch reden, wie erfolgreich sie waren. Die ganze Computertechnik damals, die PCs, da gab es 10, 15 verschiedene Firmen, die tolle Erfindungen rausgebracht haben, tolle Nutzerkonzepte rausgebracht haben, aber die haben sich nicht durchgesetzt, weil ein Monopoly damals begann, durch IBM, durch Microsoft und Firmen, die eben gesagt haben, wir von der Industrie brauchen einen Industriestandard. IBM hat diesen Industriestandard gesetzt und schon sind andere tot. Die sind wirklich tot, die kommen nicht mehr hoch. Und damit sind wir wieder bei der Situation, dass wir sagen müssen, bleibt dran, seid engagiert, hört nicht auf, wenn eure Idee so gut ist. Ihr findet auch Geldgeber dafür. Und auf der anderen Seite müssen wir uns einfach damit vertraut machen, wir können auch scheitern. Mhm. Es kann schiefgehen, aber das müssen wir mit einbauen. Und da dürfen wir nicht stigmatisieren, die Menschen, die gescheitert sind, sondern im Gegenteil, wir müssen ihnen sogar sagen, du bist gescheitert, du weißt jetzt, wie Scheitern geht, jetzt fang mal an, du weißt bald, wie Erfolg geht, weil die haben es gelernt, mit einem Scheitern umzugehen. Und das sehen wir überall. Leute, die erstmal salopp formuliert einen drauf bekommen haben, die agieren dann anders. Die haben einfach einen ganz anderen Instinkt auch, mit ihren Entwicklungen, mit ihren Neuerungen umzugehen und werden immer mehr erfolgreich, weil sie eben das Scheitern kennengelernt haben. Also ich kann nur unterstreichen, wir müssen eine Kultur des Scheiterns zulassen. Auf dieser Kultur basieren die wesentlichen Erfolge. Und lassen Sie mal. Warum? Wenn Sie was notieren beispielsweise, der Jan Timmer war ein Vorstandsvorsitzender von Philips, Vorstandsmitglied von Philips. 1982 hat er noch gesagt, wer will eine silberne Scheibe? 1983 sind die CDs auf den Markt gekommen. Heute kann man sagen, naja, vielleicht wenn er es heute wieder sagen würde, hätte er vielleicht recht, weil irgendwann brauchen wir die Scheibe nicht mehr. Mhm. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Aussage völlig falsch. Mhm. Genauso wie Thomas Watson 43, es wird wohl in der Welt 5 Rechner geben. Oder Daimler, als er gefragt wurde, wie viele Autos wird es wohl in der Welt geben, hat er gesagt, wahrscheinlich 1 Million. Nicht mehr, weil so viele Chauffeure haben wir nicht. Also eine völlig falsche Voraussetzung in der Betrachtung. Ich versuche die ganze Zeit für mich so ein Zwischenfazit hinzubekommen und Sie erleben mich eigentlich so ein bisschen ratlos. Also ich nehme jetzt bis dahin als mal mit. Publikumsfrage, ja, das würde ich jetzt nämlich genau machen wollen, weil ich nehme jetzt bis dahin mit, wir brauchen die Räume, was Herr Stäbler beispielsweise gesagt hat, also wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, kreativ zu sein. Aber ich bin genauso bei Ihnen, wenn Sie sagen, ja, auf Knopfdruck funktioniert es nicht. Also mir persönlich fällt es gerade schwer, so ein Zwischenfazit. Vielleicht kriegen wir. Sagen wir doch Kreativität oder wie hatten wir es uns sowieso überlegt? Dass die Mitarbeiter nicht innovativer sind, ist Schuld der Vorgesetzten oder für mehr Innovation lohnt sich ein System. Man kann nämlich auf Knopfdruck kreativ sein. Nehmen wir das Letzte. Man kann auf Knopfdruck. Das würde mich auch interessieren, was die Zuschauer hier meinen. Also man kann auf Knopfdruck kreativ sein, da lohnt sich also ein gutes System im Unternehmen. Wer sagt, das stimmt, der hebt die blaue Karte.
Und wer sagt, das stimmt nicht, man kann nicht auf Knopfdruck kreativ sein, der hebt bitte die rote Karte. So, hier sehe ich sie so ein bisschen gemischt. Da hinten mehr blau. Sie sind hier mehr so die Skeptiker in der Ecke, ne? Ich gehe mal zu den Skeptikern, da war ich doch. Darf ich da hin von der Kamera, ja? Da war ich ja noch gar nicht. So, wer war hier der Skeptiker? Hier vorne direkt. Das ist nicht ausgeleuchtet. Sie haben rot hochgehalten. Also ich sag mal so, es gibt unterschiedliche Menschentypen und es gibt schon Menschentypen, die auf Knopfdruck kreativ sein können. Dazu gehöre ich bestimmt auch vielleicht. Aber ich würde mal sagen, die breite Masse muss anders unterstützt werden und braucht dafür mehr Raum. Okay, wie? Ja, indem man sie einfach mal frei sein lässt, ohne Leine, und einfach mal laufen lässt und guckt, ob über das Laufen vielleicht die Kreativität angeregt wird. Also ich finde es zum Beispiel auch interessant, ein Unternehmen bietet ja einen Raum, um kreativ zu sein, aber letztendlich ist es, glaube ich, so, dass man den Raum auch verlassen muss, um kreativ zu sein. Das heißt, man muss eigentlich rausgehen, um wirklich auch frei zu sein und auch frei vom Unternehmen zu sein. Und dann kann sehr viel entstehen. Dann können Sie vielleicht bei Herrn Kussmaul anfangen, oder? Das wäre doch vielleicht eine ganz gute Idee. Wer ist denn hier anderer Meinung? Wer hatte die gegenteilige Meinung? Hier vorne waren hinter noch dir, oder? Neben dir. Rechts, ah ja, rechts. Hier? Nee, jetzt hinter dir. In weiß. Rechts von dir, rechts. Ach, ja. Ach, da. Ah. So. Ja, also auf Knopfdruck kreativ sein, das kann man schon, aber man muss es eben geübt sein. Und insofern glaube ich, dass es schwierig ist, so eine allgemeine Aussage zu machen. Kreativität, das ist ja wieder, auch wieder so ein Begriff fast wie Innovation, da können wir natürlich auch jetzt verschieden interpretieren. Aber das hat natürlich mit der Freiheit im Kopf zu tun, weil Regeln natürlich für das Zusammenarbeiten wichtig sind, aber gleichzeitig ist natürlich auch der Regelbruch oft eine Fähigkeit, kreativ zu sein, dass man Regeln auch mal vergessen kann. Es muss aber geübt sein. Und ich habe mal ehrlich gesagt sowas erlebt in einem Kreativraum und es war ganz lieb gemeint von einem großen Konzern und die Mitarbeiter saßen da und ich bin künstlerisch tätig, ich wurde geholt, damit ich jetzt also mit kreativ bin und es war wirklich lieb gemeint, aber da war so ein Flipchart und da sollten dann innerhalb von 2 Stunden dann die tollen Ideen draufstehen. Und ich war eigentlich als lustiger Vogel gebucht, der jetzt allen so eine super Stimmung macht, damit wir nachher ganz tolle kreative Ergebnisse haben. Und ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir Eis essen gehen und das wurde dann erstmal völlig irritiert wahrgenommen. Also ich glaube, Regelbrüche, also so einen Raum für Regelbrüche zu schaffen, das wäre vielleicht ganz spannend, dann wäre auch ein Scheitern möglich. Und mich würde dazu, Frau Fritze, vielen Dank, mich würde Frau Fritze dazu interessieren, die ja täglich mit Innovation und Neuem zu tun hat. Wie schaffen Sie das denn, aus Ihren Mitarbeitern Kreatives herauszuholen? Es gibt unterschiedliche Ansätze. Also wir haben zum Beispiel ein agiles Team, was frei arbeitet, wo die Leute den Raum haben, sich zu entwickeln, Dinge umzusetzen und auszuprobieren und rausgehen. Das Rausgehen finde ich total wichtig, dass man rausgeht, Dinge ausprobiert und nicht nur im stillen Kämmerlein. Ich glaube auch, dass das Team unterschätzt wird im Thema Kreativität einerseits und andererseits auch im Umsetzen. Ich glaube, diese Zusammenarbeit zusammenzustellen, auch Leute reinzuholen aus Hochschulen, Doktoranden mit reinzunehmen, das schafft wirklich den Freiraum, wo man dann auch gute Ideen noch hat und die dann auch wirklich in Innovation bringt. Also nicht nur Idee und dann Schublade und Antrag. Das ist, glaube ich, was man als gescheitertes Modell sehen sollte, sondern etwas, was dann direkt umgesetzt und ausprobiert werden kann. So Stichwort Schwarmintelligenz. Ja, Schwarmintelligenz einerseits und dann wirklich auch die Stärken der verschiedenen Leute nutzen, die da sind. Aber sagen Sie mir doch konkret, wie schaffen Sie das im Arbeitsalltag, wenn Sie jetzt morgen also, zur Arbeit gehen. Wie sieht das konkret aus? Also wir haben ein agiles Team, das heißt, wir haben dort 6 Mitarbeiter, die festangestellt sind mit viel Erfahrung. Wir bringen Leute dazu aus Hochschulen, wir haben Praktikanten drin, Doktoranden drin. Wir stehen morgens zusammen und überlegen die Ideen für den Tag. Wir haben einen Arbeitsauftrag über 2 Wochen, Sprints, das ist eine Scrum-Methode, mit denen wir dann umsetzen, was wir machen wollen unterwegs. Probieren wir im Fahrzeug aus. Das heißt, es wird Software geschrieben, es werden Dinge erzeugt und die werden direkt in ein Fahrzeug umgesetzt. Wir holen uns Leute ran, die fahren, die das beurteilen, die uns ein Feedback geben, sodass es auch wirklich eine Innovation werden kann, also einen Mehrwert erzeugen kann.
Ist das da auch wichtig, dass es schnell geht? Also es ist, muss schnell gehen, weil wenn man das wirklich auf einem Projekt macht, dann dauert es lange und der Markt ist halt volatil, die neuen Ideen kommen und wir sind nicht schnell genug, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen ein Innovationsprojekt, 3 Jahre, einen Projektplan und in 3 Jahren ist die Welt aber anders. Das heißt, wir würden da nicht mehr den Bedarf treffen. Mhm. Und aus einer Idee keine Innovation machen, sondern etwas, was man ins Regal stellt. Mhm. Frau Fritze, vielen Dank. Was? Sie melden sich eh schon, ich wollte eh zu Ihnen. Ich denke, vielleicht müssen wir auch mal drüber nachdenken, vielleicht von diesen Schlagworten wegkommen, Steve Jobs und so weiter, diese gibt es nicht laufend, sondern überlegen, wo kommen statistisch gesehen die Innovationen her, was ist das tägliche, das Normale. Und ich denke, dass wir heute weniger den Rudolf Diesel haben, der einzigartig war, sondern die meisten Innovations- und Wertschöpfungsschritte kommen durch systemische Weiterentwicklung. Ich finde es mit den 2 Kollegen, die gesagt haben, wir machen einen Wettbewerb und dann setzen wir uns mal hin und überlegen was Neues. Ist eine ganz tolle Geschichte, aber es ist nicht der Normalfall. Der Normalfall bei uns im Unternehmen ist, wir haben überhaupt keine Regeln. Die dürften auch alle sagen, sie kommen montags. Wir haben keine Regeln dort. Aber wichtig ist, dass die zusammenkommen. Und da weiß man halt, freitags sind die Leute da, geht man freitags hin. Und dann redet jeder mit dem anderen, wildes Durcheinander, über die Probleme, die da sind. Da sind auch die Studenten dabei, alle haben. Und die sind ja an einer Problemstellung. Mhm. Was weiß ich, im SAP weiß man, das kann man vielleicht einfacher erklären, wie bei uns in den Bereichen, ein CRM-System tut irgendwo nicht oder bietet irgendwelche Funktionalitäten nicht. Also Innovation entsteht ja natürlich an bekannten Problemstellungen. Mhm. Oder ich habe im Big Data das Problem, dass ich mit klassischen Methoden nicht mehr weiterkomme. Also muss ich schauen, ich muss die Konsistenz aufgeben oder irgendetwas anderes. Das heißt, eigentlich entsteht bei uns Innovation durchaus systemisch. Und ich glaube, das ist der Normalfall in Deutschland. Aber das ist genau der Punkt. Also wo ich mich jetzt gerade so dran störe, ist, dass quasi, ja, tut mir leid. Nee, ist voll, ich wäre jetzt auch zu Ihnen gekommen, weil Sie gerade eben schon, als Sie gesagt haben, Sie haben es wahrscheinlich nicht gehört hier drüben, als Sie gerade eben gesagt haben, die Steve Jobs kommen nicht laufend, haben Sie schon gesagt, doch. Ja, doch. Doch, ich sehe Sie. Ich sehe Sie ständig in Unternehmen. Ja, aber Sie sind festgetackert in blöde Arbeitsabläufe den ganzen Tag. Aber es gibt Innovatoren in Unternehmen. Das sind sogar Menschen, die Bedürfnisse vordenken können. Also das gibt nicht viele davon, da gebe ich Ihnen recht, wenn ein Unternehmen einen hat, aber wenn ich den nicht richtig einsetze, habe ich viel verloren. Und was für mich die allerwichtigste Ressource aber ist, und deswegen störe ich mich persönlich an solchen Workshops, wo dann die Leute auf Knopfdruck was produzieren sollen oder nur freitags oder von 8 bis 17 Uhr, ja, und Sie haben es aber beim Einkaufen, ich habe meine Ideen beim Joggen, blöd, wenn ich es dann freitags machen muss. Was mich tatsächlich stört, ist, dass alle Menschen, die ich in Unternehmen erlebe, unglaublich kreativ sind. Sie haben unglaublich viele Ideen. Warum? Weil sie das jeden Tag wahrnehmen, was da passiert. Und 1000 Ideen haben, ob sie die jetzt auffordern oder nicht, ihre Mitarbeiter haben 1000 Ideen, wie man es besser machen kann. Was ihnen schlichtweg fehlt, ist der Raum, es einfach zu tun. Ohne Erlaubnis einzuholen, ohne zu sagen, okay, das muss jetzt aber in 3 Monaten wirklich was bringen. Weil, ich sag mal, Silicon Valley ist das beste Beispiel. In Silicon Valley von 13 Ideen crashen 12. Das ist das Wesen von Rechts Ideen. Rechts von Ihnen wird genickt, links von Ihnen wird Kopf geschüttelt. Gut. Fangen wir nickend bei Herrn Kussmaul an. Ich bin der Meinung, oder die Erfahrung zeigt bei uns, und das teile ich, nicht jeder kann das. Also wir haben bei uns in der Firma auch mal einen Prozess drüber gestülpt, mal so eine Art Talentanalyse, ja, weil nicht jeder Mitarbeiter hat auch das Talent dazu, dann wirklich Kreativitäten auszuleben, was bei uns, wir sind jetzt nicht Software, wir sind immer Hardware, Produkte stehen bei uns im Vordergrund, was wir auch benötigen, sind Leute, die erkennen können und dann vernetzen können. Ja, und das ist meiner Meinung nach auch, was Schulen, Hochschulen, Universitäten, ja, das muss viel besser rübergebracht werden, dass eigentlich die Kunst des Vernetzens, ja, die muss in den Vordergrund kommen und dann kann auch oftmals was Neues entstehen. Mhm. Also, Herr Stäbler. Heißt, es ist schon ein Problem da und Vernetzen heißt, ich bin im Team. Und das kriegt nee, er muss in der Lage sein, auch aus verschiedenen Bereichen. Ja, das ist so eine Anforderung meiner Meinung nach, ja, dass sie, klar, es beginnt mit einem Problem oftmals, ja, man hat eine Aufgabenstellung vom Kunden im Kopf, man läuft dann über eine Luftfahrtmesse, sieht vielleicht ein Material, man läuft dann auch über
Einkaufszentrum und so weiter. Und dann muss man aber die Gabe haben, zu sagen, das ist die Herausforderung vom Kunden, da habe ich das gesehen, da habe ich das gesehen, da habe ich das gesehen. Ich bringe das zusammen. Und wenn wir dann noch in der Lage sind, das technologisch aufzupimpen, ne, wenn wir doch alle sehr technologieaffin sind, ja, dann entsteht eine tolle Lösung und dann sind wir über dem Thema Mehrwert. Ja. Dann entsteht ein Mehrwert und dann schaffe ich es aber auch, oder ich muss meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch die Leute emotional abholen. Ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig, ja, weil wenn sie das nicht schaffen, wenn es zu mir wirklich einer aus dem Nichts kommt mit einer flachen Plastikflasche, ja, und ich sage nicht gleich, coole Idee, ja, dann habe ich schon eine emotionale Barriere und dann ist es sicherlich schwierig. Dann muss ich anfangen, mit jede Menge Argumenten so ein Thema dann ins rechte Licht zu rücken. Ne. Und unsere Erfahrung ist einfach, ich brauche eine coole Idee. Ne. Mhm. Und das ist, denke ich mal, das kann nicht jeder, das wollte ich eigentlich sagen. Und deshalb müssen die Unternehmen auch mal schauen, was kann mein Mitarbeiter überhaupt und wo setze ich denn ein? Im Kleinen, also das ist immer die Frage, es kann nicht jeder den Big Bang, aber im Kleinen kann jeder dazu beitragen. Und selbst das rufe ich nicht ab. Schwierig. Ja. Herr Professor Ahlers. Ich zeige es Ihnen. Ja, ich würde erst mal anfangen mit einem Bonmot. Nichts ist so erfolgreich wie eine Aufgabe oder eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Was soll das heißen? Ja, das wir können nicht einfach Ziele definieren und sagen, wir sind kreativ und dann denken wir über irgendetwas nach, sondern es muss immer eine Zielgerichtetheit dabei sein. Ich hatte das Glück gehabt, 10 Jahre bei Fraunhofer dabei gewesen zu sein. Und wenn uns damals, sagen wir mal so in den 60er Jahren, jemand gefragt hätte, sind Sie bereit, 10 Millionen für eine noch genauere Zeitmessung auszugeben, dann hätten wahrscheinlich 90% der Zuhörer hier gesagt, was für eine verrückte Idee, so viel Geld für noch eine genauere Zeitmessung auszugeben, wofür soll das nutzbar sein? Heute haben wir alle ein GPS-System im Auto und hätten wir die genaue Zeitmessung nicht, könnten wir überhaupt nicht mit den Autos rumfahren. Aber ich kann jetzt nicht sagen, sei kreativ, geh in den Wald, mach deinen Waldlauf und dann wirst du schon zwischen dem schnellen Messen mit einem Satelliten der Zeit und dann unten dem Feststellen der Navigationskoordinaten eine Herleitung machen. Nein, das muss aufeinander aufbauen. Und das ist so ein bisschen das Problem, das ich immer habe, wenn ich höre, wir müssen kreativ sein, wir müssen kreative Freiräume geben. Natürlich, wenn ich Waldlauf mache, habe ich manchmal sehr gute Ideen. Es ist für mich immer nur die Frage, wie kann ich die umsetzen? Gehört das zu der Aufgabe, der Herausforderung, der ich mich gerade stelle oder nicht? Also reiner Selbstzweck kann diese Art der Ideenfindung nicht sein, sondern ich muss immer versuchen, in meinem Umfeld etwas zu schaffen, was mir die Möglichkeit bietet, dass meine Idee vielleicht eine erfolgreiche Idee nachher wird und auch umgesetzt werden kann. Aber das ist doch völlig logisch. Also kein Mensch, sag jetzt mal... Dazu haben wir es aber gerade nicht diskutiert, dass das völlig logisch ist. Ja, dann fehlt dieser Zusatz. Aber für mich ist total, also ich rede ja jetzt über ein System, zum Beispiel in Unternehmen. Für mich ist völlig logisch, oder ich sehe es ja, keiner von den Menschen, die sich dort Gedanken macht, macht das in einem luftleeren Raum, sondern es ist immer eingebettet in das Ganze und es ist interessanterweise auch immer komplett zum Wohl von dem Ganzen. Das muss ich auch gar nicht aufdoktroyieren, das muss ja auch niemand entertainen oder das passiert automatisch. Das ist eben die interessante Entdeckung. Es ist gekoppelt an das System, aber es passieren halt Dinge, die ich jetzt eben in so einem Workshop vielleicht unter Umständen nicht abrufen kann, aber sie passieren außerhalb oder sie passieren, weil ich mich mit jemand unterhalte. Mhm. Und dann habe ich kein Forum, keine Plattform, keinen Raum, dass ich es einbringen kann. Das fehlt heute noch. Aber jetzt drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. Genau. Wir müssen nach vorne kommen, auch mit Blick auf die Zeit. Ich habe gerade bei Ihnen, Herr Professor Ahlers, aus Versehen auf die Uhr gelunzt und dann festgestellt, wir sind schon wieder so weit. Tina. Was ich noch sagen möchte, Frau Professor Oftscherer, ist auch ein Thema von ihr, dass Leute, Mitarbeiter zum Beispiel, nicht genug abgeholt werden. Sie forschen ja auch an 3D-Welten, damit alles erlebbarer wird. Und wo ist denn auch Ihrer Erfahrung nach das Problem, dass einfach keine Zeit in Einarbeitung dann auch investiert wird, was wir gerade als Punkt hatten? Ja, das Hauptproblem ist, dass wir in einer Welt leben, wo wir wirklich in Informationen und Daten versinken und die werden nicht weniger, sondern mehr. Das heißt, das schafft einfach einen Engpass. Wir Menschen müssen lernen, Informationen nicht nur formal aufzunehmen und zu verarbeiten, sondern informal. Das heißt, das, was die größte Herausforderung jetzt bei uns auch an der Universität ist, dass wir Wissen vermitteln und nicht nur Wissen, sondern auch Qualifikationen. Das heißt, Wissen reicht nicht aus. Nur umgesetztes Wissen hat einen Wert. Deswegen komme ich wieder zu Konfuzius, das ist, was Sie auch am Anfang zitiert haben. Wir
stehen nicht mehr, wir stehen an der Wand mit unserem Frontalunterricht, wir brauchen mehr Interaktion. Und hier helfen natürlich moderne Methoden, Kommunikations- und Interaktionsmethoden. Ich spreche über diese zwei Welten, die verschmelzen, die durchdringen, die reale, die physische Welt und die virtuelle Welt. Das ist die Voraussetzung für Industrie 4.0. Klar, aber wir leben schon längst in diese zwei Welten und die machen den Unterschied nicht, weil die Information existiert, die ist nachvollziehbar, die ist messbar, aber die ist physisch nicht existent. Das heißt, was wir versuchen zu bewegen, auch aus der Forschung und aus der Bildung an der Universitäten, ist neue Umgebungen, Denkumgebungen, Arbeitsumgebungen zu schaffen, wo Menschen intuitiv sehr leicht, ohne diese Komplexität zu merken, mit großen Datenmengen und Informationen auch umgehen können. Deswegen sage ich es noch einmal, Menschen sind in der Lage, unstrukturierte, unscharfe Daten viel schnell zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen, als wirklich das mit Rechner möglich ist. Statt zu investieren in neue Software, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist besser, in Menschen zu investieren, deren logisches Denken auch zu fordern, sodass Menschen in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, ohne wirklich das alles vorberechnet und vorspezifiziert und alles vorliegt. Das heißt, diese intuitive Entscheidung, das, was Menschen eigentlich in der Vergangenheit beherrscht haben. Ein erfahrener Ingenieur kann sehr schnell entscheiden, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Er muss ja nicht alles Tage und Wochen lang berechnen. Mhm. Deswegen noch einmal zu dem Thema Resource for Humans. Die Menschen müssen wieder zu sich selbst kommen. Sie an sich glauben, in die menschlichen Fähigkeiten, mit Komplexität umzugehen. Und auf diese Weise kommen wir weiter. Mhm. Man muss in Menschen, nicht in Software investieren. Sie hatten sich gerade schon vehement gemeldet. Frau Regitz, bitte dazu. Ich möchte mal einen anderen Aspekt reinbringen. Also wir reden bisher sehr stark, also eins möchte ich vielleicht doch noch vorweg schicken. Also jeder hat Talent für Innovation. Warum? Also ich komme aus einer Welt, wo die Innovation überhaupt nicht greifbar ist. Die Innovation, die in einer SAP-Software drin steckt, können wahrscheinlich in diesem Raum relativ wenige Menschen überhaupt nur verstehen. Das heißt, die Innovation, die gefordert ist, ist eigentlich gar keine praktische, sondern vielleicht eher eine theoretische. Also ich begeistere mich zum Beispiel, wenn Sie sich verfolgen, wie das Genom zum Beispiel entschlüsselt wurde. Da gibt es einen Algorithmus, der ist so genial, der ist so toll. Und das ist einfach die Innovation. Ein Algorithmus kann was ganz Tolles sein, was ganz Innovatives, weil er nämlich ein Problem dann irgendwann löst. Das heißt, Innovation ist nicht immer nur etwas Schönes, Greifbares, weil wir da einen Nutzen haben. Der Nutzen ist vielleicht gar nicht da. Die komplexe Welt, ja, hinter der komplexen Welt steckt ja genau die Komplexität, die vom Menschen erschaffen wurde. Das heißt, wir müssen auch andere Gedanken in die Innovation reinbringen und nicht nur die praktische, umsetzbare, die direkt im Kundennutzen ist, weil der Kunde sieht sie vielleicht gar nicht. Das ist das, was ich meinte mit dem Wow-Effekt. Also, dass erst auf den zweiten, dritten, vierten Blick klar wird, was da wirklich dahinter steckt. Und manchmal muss man es auch gar nicht verstehen, sondern es ist einfach so da, es gibt Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und der eine findet einen Algorithmus genial und der andere halt ein Bild oder ein Foto. Und das sind einfach unterschiedliche Menschen und die muss ich aber auch zusammenbringen dann. Aber die Komplexität und die Produkte, die man nicht greifbar hat, das ist eigentlich genau das. Und was mir dann nochmal wichtig ist an der Stelle ist, wir müssen dafür sorgen, dass diese Fähigkeiten, nicht nur die kreativen, sondern auch diese Gedankenspiele, dass die in der Ausbildung eigentlich auch berücksichtigt werden, dass wir eine vernünftige theoretische Ausbildung auch haben, für die Menschen, die das super finden und das gut können, damit wir auch an der Stelle die Innovation haben. Mhm. Also klar Kreativität, aber wir brauchen die Kreativität auch in dem, was, wo man später einen Nobelpreis vielleicht für kriegt. Womit wir beim Thema Bildung und eigentlich bei Professor Feig sind, aber vorher Herr Stäbler. Ich denke ganz wichtig, erstens vielen Dank, das Thema Komplexität müssen wir beleuchten. Ich wollte noch mal mit der Frau Professor reden, denn ich denke, aus meiner Sicht, sie vermischt. Sie haben nachher auch noch alle Chancen. Also wenn es zu privat wird. Wir haben es sofort, sie vermischt hier zwei Dinge. Ja, wir brauchen die Ingenieure, die selbst denken. Denn einer, der das GPS programmiert, der muss wissen, was sind Höhenlinien, der muss wissen, wie kann ich eine Karte lesen. Aber auf der anderen Seite fordern wir doch alle das selbstfahrende Auto. Das heißt, dort nehmen wir die User Interaction raus. Wir wollen, dass das Auto zu 100% selbst fährt. Ob es so schnell möglich ist, glaube ich nicht mal. Das heißt, im täglichen Nutzen, da wollen wir die vollständige Automatisierung. Wir wollen nicht mehr das Fenster öffnen, sondern ein Sensor soll erkennen, wie ist die Luft, dann soll der automatisch. Das heißt, wir wollen uns doch zum Teil die Fähigkeit nehmen, selbst zu entscheiden, ist Sauerstoff noch da oder nicht. Aber klar, die Ingenieure,
die müssen wir besser ausbilden. Also ich denke, das sind zwei unterschiedliche Welten. Auf der einen Seite wollen wir automatisieren, auf der anderen Seite brauchen wir die Intelligenz, dass wir automatisieren können. Also einfach nur kurze Antwort. Wenn man auch also zurückblickt in der Zeit von Leonardo da Vinci, ein Leonardo hat in drei Welten gelebt. Er war Wissenschaftler, er war Künstler, Wissenschaftler, er konnte denken, er konnte frei denken, er hatte geniale Ideen. Er war Künstler, er konnte diese Ideen kommunizieren, visuell, begreiflich kommunizieren, und er war Ingenieur und konnte die auch umsetzen. Wir wollen eigentlich diese drei Welten wirklich zusammenführen, wo sie auch zusammengehören. Und das ist Ingenieurwissenschaft. Beim Thema Ingenieurwissenschaft, wir haben jetzt zweimal quasi den Begriff Bildung schon mal so angerissen, und ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich bei Ihnen, brennt es auch schon unter den Nägeln. Genau. Ich merke es doch, Herr Professor Feigs. Ich muss ein bisschen Werbung jetzt für Steinbeiß machen. Wie die Forderungen, der Herr Kussmaul hat es erwähnt, Sie haben es erwähnt, die Umsetzung ist das Wesentliche, was wir machen in den postgradualen Studiengängen. Wir haben die Studenten nur zum Teil an der Universität und zum anderen Teil im Unternehmen, weil im Unternehmen die Kreativität umgesetzt wird, weil im Unternehmen die Innovation stattfindet. Beispielsweise mit Bosch machen wir jedes Jahr, Bosch definiert jedes Jahr 50 Innovationsprojekte, kleinere, wo Studenten von uns berufsintegriert, die studieren und sind parallel bei Bosch, an diesen Innovationsprojekten völlig frei arbeiten dürfen. Natürlich eingebunden in eine Arbeitsgruppe von Bosch. Das heißt, die lernen einerseits die Arbeitswelt kennen, aber dürfen völlig frei, sind geschützt, kreativ an diesen Innovationsprojekten arbeiten und entwickeln so, indem sie umsetzen, Wissen und Qualifikation umsetzen, Kompetenz, und sind hinterher stolz auf das, was sie an Innovationen geleistet haben, oder wenn sie scheitern, auch toll, weil dann wissen sie, wie das geht. Aber für Bosch oder für die Unternehmen, für die Beteiligten eine tolle Geschichte, weil junge Leute da ziemlich frei in den Innovationsprozess reingehen, die parallel studieren und an Innovationsprojekten arbeiten. Das funktioniert in der Regel wunderbar, und viele Unternehmen machen jedes Jahr mit, und das ist eine tolle Geschichte, wie wir die Kompetenz in Richtung Innovation bringen. Zweite Geschichte, jetzt nicht nochmal Bildung, und ich habe das Wort Kompetenz, das wenig gefallen ist, in den Mund genommen. Kompetenz heißt genau das, die Handlungsfähigkeit, also umzusetzen, tatsächlich zu tun, nicht nur kreative, tolle Ideen zu entwickeln. Tolle Ideen haben wir auf der Welt jede Menge. Da brauchen wir, schön, wenn jeden Tag 10.000 dazukommen, aber viele der Ideen müssen umgesetzt werden, warten auf die Umsetzung. Weg von der Bildung nochmal, weil zu Ihren Beispielen, auch was Sie gesagt haben, es ist wichtig, und viele unserer Etablierten, und Sie haben die Namen vorher genannt, mit Gottlieb Daimler und, sind, wir leben übrigens von Unternehmen, deren Gründer alle schon lange tot sind. Wir haben alte Unternehmen, die ihre Überlebensfähigkeit zeigen, wunderbar. Und wir haben in Baden-Württemberg speziell ganz tolle, viele mittelständische Unternehmen, die in der Regel Nachkriegsgründungen waren und deren Gründer so die Woche 80. Geburtstag feiern. Wir haben zu wenig ganz junge. Ich habe in der neuesten Boston Consulting Studie, die über die innovativsten Unternehmen der Welt rauskam, gelesen und fand es hochinteressant, dass sehr innovative Unternehmen neben der inkrementellen Innovation, das heißt das Weiterentwickeln des Bestehenden, immer eine noch bessere Software, das noch bessere Auto, die noch bessere Einspritzdüse, das sind ja inkrementelle Innovationen. Aber wir haben ja heute auch viel geredet über radikale oder disruptive Innovationen. Und dass innovative Unternehmen da einen Bereich völlig ausgründen und sagen, hey, ihr dürft außerhalb des bestehenden Unternehmens, wo wir unsere tägliche Wertschöpfung realisieren, spinnen und dort radikal innovieren. Und ich halte das für einen guten Ansatz, nicht das Eingebundensein, ich muss mein Tagespensum abliefern, sondern ich habe eine Firma neben der Firma, inkrementelle Innovation in der eigentlichen, im Mutterhaus, radikal, disruptiv in einem separaten Bereich. Also ich sehe jetzt hier Zustimmung, soweit ich weiß, bei allen. Ich habe jetzt niemanden gesehen, der widersprechen würde. Das tatsächlich auch reizvoll, wenn niemanden gesehen, ist. Der widersprechen. Ja, aber da, wir haben nicht genau geschaut. Ja.
Ja, ich finde aber auch reizvoll, wenn es wirklich eingebunden ist, weil ich sag mal, die Gefahr ist, dass ich so einen Laborcharakter habe. Auch da herrscht Einigkeit. Ich muss es so ein bisschen nach vorne treiben. Okay. Tina. Stichwort Innovationsqualität. Genau, Marcel, da möchte ich auch hin. Das wolltest du doch bestimmt sagen. Ja, tatsächlich. Also wir haben jetzt ganz viel gehört. Wir haben Bildung gehört, wir haben ganz oft Innovation gehört. Mitzählen komplett unmöglich. Vielleicht, wenn Sie sich die Sendung ab Mai, wenn wir sie online stellen, ansehen, können Sie mal versuchen mitzuzählen. Wir haben Qualität immer wieder gehört und jetzt müssen wir mal versuchen, diese Begriffe zueinander zu bringen. Innovationsqualität, genau. Frau Fritze, wie ist es denn bei Ihnen? Wie messen Sie Innovationsqualität? Ist das überhaupt messbar und auch managebar? Also wir haben Innovationsmanagement-Prozess und wir messen das auch. Das ist eine sehr theoretische Sache, die kann ich schlecht erklären. Mir hat ganz gut in dem Buch gefallen, Ihre Messgröße, die relativ pragmatisch rangeht, zu sagen, okay, Innovation ist genau das, was ich dann hinterher in einen Mehrwert für ein Unternehmen oder für eine Gesellschaft, könnte man es abstrahieren, auch umsetzen. Also das wäre für mich jetzt ein pragmatischer Ansatz, wirklich Innovation zu messen. Wir messen innerhalb mit Kennzahlen Innovationsqualität von Bereichen und haben Ziele und ähnliche Dinge. Ich denke, für die Gesellschaft an sich Innovation ist es einfach mehr, weil Smartphone, sagten Sie gerade, kann nicht mehr außer telefonieren und ich finde, es kann viel, viel mehr. Mhm. Also, wenn Sie, also ich war dieses Jahr, letztes Jahr auf einer Fahrradtour und früher hätte ich mitgehabt eine Karte, ein Telefon. Ich hätte irgendwie auch noch einen Reiseführer mitgehabt, ich hätte ein Restaurantverzeichnis mitgehabt, ich hätte meine Hotelreservierung dabei gehabt, alles Mögliche, waschen konnte es nicht, aber kann auch kommen. Es kann es. Ne? Also ich glaube, da kann man wirklich einen Mehrwert messen, was hat es alles, welche Produkte hat mir dieses Smartphone ersetzt. Und diese Messbarkeit finde ich wirklich ein guter Ansatz in dem Buch. Sie direkt dazu, oder? Als Autor des Buches? Naja, ich kann das bestätigen. Das heißt, ich bleibe bei der alten Definition, was wir versucht haben in dem Buch, ja, aus der, und es ist ja mehrfach angeklungen, dass Sie können das Wort Innovation nicht mehr hören, aber ich habe versucht zu sagen, zu differenzieren, was ist Innovation und was ist keine Innovation. Und Sie haben eingangs gesagt, wir sind in das Land Baden-Württemberg, Bayern behauptet es übrigens auch, wir sind die innovativste Region Europas. Nur noch Europas wird behauptet, nicht mehr der Welt. Fragezeichen, Frage, warum? Und wir messen das an dem, was investiert wird in Forschung und Entwicklung, nicht in Innovation, sondern in Forschung und Entwicklung. Und wir messen das an der Anzahl der Patente pro 1000 Einwohner. Da wird uns China demnächst ganz massiv links und rechts überholt haben. Und das hat nichts, beides hat nichts mit Innovation zu tun. Das ist schön, wenn der Ministerpräsident behaupten kann, okay, und auf Basis der Daten sind wir die innovativste Region in Europa. Innovation ist wirklich, wenn es umgesetzt ist, wenn es wirklich, wenn der Kunde was davon hat, wenn das Unternehmen was davon hat, wenn Gewinn erwirtschaftet worden ist beim Unternehmen und wenn der Kunde einen Mehrwert hat, wie auch immer, ob ideell oder sonst irgendwie, dann ist es Innovation und dann ist es Innovationsqualität. Ja, jetzt haben wir diese beiden Begriffe zusammen, Innovation und Qualität, zwei Begriffe, die sich aber, wenn wir ehrlich sind, Herr Professor Ahlers, eigentlich gegenseitig ausschließen, weil Innovation, haben wir jetzt schon mehrfach definiert und gehört, was das ist, Qualität bezieht sich auf festgesetzte Standards und definiert die Abweichung dieses Standards. Für mich passt es nicht zusammen. Ja, zunächst einmal, es gibt ja auch ein Buch, das heißt Innovations Dilemma, Innovators Dilemma. Warum? Weil wir ja immer uns nach dem Kunden orientieren und wir sagen, was will der Kunde haben, was braucht er, wenn wir einen Kugelschreiber haben. Und dann denkt jeder im Sinne eines Kugelschreibers. Wenn wir eine Flasche haben, denkt jeder im Sinne einer solchen Flasche, nur unsere zwei Herren im Hintergrund nicht. Das heißt, wir müssen uns immer fragen, ist der Kunde denn überhaupt der richtige Gradmesser, um das Neue hervorzubringen? Da würde ich erstmal sagen, nein. Aber er ist mit Sicherheit ein guter Gradmesser, um das, was Bestand hat, noch besser zu machen. An der Stelle würde Ihnen Herr Kussmaul schon widersprechen, weil Herr Kussmaul der Meinung ist, sagen Sie selber, bitte? Weil Sie der Meinung sind, dass man den Kunden sehr wohl in diesen Prozess mit absolut einbezieht. Absolut. Also mir in vielen Projekten ist bei uns der Kunde ein wichtiger Bestandteil, weil auch unsere Kunden haben ihre Kernkompetenzen. Und wenn ich relativ schnelle Entwicklungszyklen habe, denkt man darüber nach, wen setze ich in den Produktentstehungsprozess ein. Und deshalb ist bei uns der Kunde ein wichtiger Teil. Ja. Und dann, denke ich mal, öffnet er sich auch, wenn er an einem Produktentstehungsprozess beteiligt ist, der gesamtheitlichen Idee, die dahinter steht. Ja. Das ist unserer Erfahrung nach ein wesentlich
besseres Miteinander. Ja? Das, aber es ist letztendlich auch die Frage, was ist Qualität? Ja? Also wir haben Kunden, wir koordinieren sehr, sehr komplexe Fertigungsteile, haben eine Analyse gemacht über die Logistikkette, die dahinter steht, haben Optimierungsmaßnahmen eingeleitet, was eigentlich jetzt für uns normal ist, wenn wir versuchen mitzudenken, ja, und der Kunde sagt, oh, ihr wart aber ganz schön innovativ. Ja, das ist auch wieder was. Wie messe ich das? Und qualitativ für mich ist, wenn ich natürlich so viel Kompetenzen beweise, dass der Kunde Vertrauen in mich findet und dann weitere Projekte mit uns macht. Und wenn ich dann qualitativ immer eine gute Arbeit abliefere, dann öffnet er sich dann irgendwann auch mal einem größeren Innovationsprojekt. Dann kann ich auch mit ganz verrückten Ideen kommen. Herr Stäbler, was ist für Sie Qualität? Sie ist nicht eindimensional. Und ich sehe, dass wir sehr eindimensional diskutieren. Deutschland ist relativ technikfeindlich, daran scheitert relativ viel. Und das heißt, es gibt einfach mehrere Dimensionen. Auf der einen Seite den genialen Schlag, den Sie an allen Stellen wollen, wo ich dahinter stecke, keine Frage. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt das Mobile Phone nehmen, da schreit jeder, oh, Strahlung und gibt es Krebs und so weiter, es gibt Regularien. Das ist die zweite Dimension. So, wir haben vorher über Investitionen gesprochen, über Banken. Früher, da hat jeder Handwerker Geld bekommen, heute gibt es ein Basel III. Das heißt, weil wir eine Finanzkrise hatten 2009, weil das heißt, too big to fail und so weiter. Das heißt, die Welt ist mehrdimensional und wir können nicht eindimensional argumentieren. Wir werden diese Themen zusammenbringen müssen. Zurück zu Ihrer Frage, Qualität ist genau das, diese Robustness, die das geniale Produkt in dieses leider definierte Regelwerk, ich bin dafür, im Arbeitsmarkt und so weiter kann man Regeln auflösen, aber technische, die Physik kann ich nicht überlisten. Also in dieses Regelwerk, manche kann man verändern, manche sind fix, dort einzupassen, zum Nutzen, und jetzt sind wir wieder beim Wert, um das Produkt auszuliefern. Passen für Sie Innovation und Qualität zusammen zur Innovationsqualität? Sie müssen zusammen. Das ist halt aber eine Begleiterscheinung. Bitte? Also für mich ist Qualität ein Mindeststandard in dem Ganzen. Also sehr logisch, dass es eine Qualität haben muss. Also vor allem, wenn ich in einem technischen Bereich bin, in einem Sicherheitsthema wie Auto, ist ja völlig logisch, dass Qualität dazu gehört. Aber das muss jetzt gar nicht zwangsläufig auf eine Stufe heben. Auto ist vielleicht ein gutes Stichwort. Frau Fritze hat sich nicht mal hingesetzt. Ja? Genau. Wer war gleich, noch auf gleich stehen geblieben. Super. Ja. Ich bin einfach stehen geblieben. Also das Thema Qualität. Sie hatten gerade gesagt, das ist ein Widerspruch. Qualität sind Regeln, sind Normen. Und da kann ich nicht innovativ sein, da kann ich nichts Innovatives umsetzen. So habe ich es zumindest verstanden. Und dem würde ich vehement widersprechen. Also wir haben klar, jetzt zum Beispiel im Automobilumfeld haben wir natürlich Normen. Und die Normen geben einen Rahmen vor, eine Kundenerwartung zu erfüllen und da vielleicht noch über eine Kundenerwartung hinaus rauszugehen. Aber in diesem Rahmen, den ich auch einen Interpretationsspielraum habe, da kann ich kreativ sein, innovativ sein und Dinge umsetzen. Weil wir hätten nicht solche Innovationen wie zum Beispiel ein ESP oder Airbags oder demnächst, und da bin ich, glaube ich, in 10 Jahren werden wir automatisiert fahren, demnächst automatisiert, wenn wir nicht auch innerhalb dieser Regeln innovativ sein könnten. Das ist sicher richtig, aber denken Sie nur an die Smartphone-Entwicklung. Nokia, Ericsson, Sony, sie haben die Kunden gefragt, was wollt ihr haben? Die wollten mehr Tastaturen haben, die wollten mehr Menüführung mit einem Stift haben und so weiter. Und Apple ist von diesem Weg ganz abgestiegen, hat gesagt, jeder trägt den Stift bei sich, nämlich seinen Finger. Wir haben eine Menüführung, die nutzen wir auf unseren Rechnern. Also lasst uns doch alles miteinander verbinden. Und die Frage an den Kunden, was willst du haben? Was ist sozusagen deine Forderung, die du haben willst? Kann sich nicht ergießen in Tastaturen, in Menüführung und so weiter, sondern in einem völlig neuen Nutzungskonzept. Und das gibt es dann einfach nicht so, dass ich den Kunden direkt frage, sondern ich muss dann schon kreative Kunden fragen, da gebe ich dem Herrn Kuss mal wieder recht. Und von dem Vergaser zur Einspritzpumpe ist es nicht so eindimensional, dass ich sage, ich habe damals als Bosch eine Einspritzpumpe entwickelt, sondern die Frage war, wie kann ich den Verbrennungsprozess anders gestalten. Viele haben versucht, ihren Vergaser noch effizienter und noch filigraner zu machen, aber das war nicht der Wert, den das Neue braucht, um sozusagen effizienter zu sein, weniger Kraftstoff zu verbrauchen, effizienter, das Kraftstoff zu verbrennen, und das war dann die Pumpe,
die Einspritzpumpe. Und so gibt es eben Punkte, wo ich nicht den Kunden fragen muss, sondern ich muss Entwicklungspartner fragen, wie würdest du denn das Thema sehen, noch effizienter den Motor zu gestalten, noch effizienter zu fahren, noch effizienter zu telefonieren, im Internet zu sein oder noch effizienter zu wohnen, Freizeit zu gestalten und so weiter. Aber da darf ich nicht festgelegte Kunden fragen, die eine geradlinige Forderung stellen an mehr inkrementelle Innovation, die Düse noch ein bisschen mit Laser bearbeiten und so weiter, sondern ich muss mich fragen, was kommt danach? Was kann noch kommen? Was ist es, was mich herausfordert, diese Forderung der Kunden zu erfüllen? Aber das sind andere Kunden als die, die ich vorher meinte. Ja, oder gar nicht fragen. Für mich wär, bleiben wir erst ganz kurz. Für mich wäre das Thema halt, also es ist wieder so ein Input-Output-Problem, glaube ich. Also Sie sagen, ich darf das nicht als Input für eine Innovation nehmen. Das, was ein jetziger Kunde mit seinem doch begrenzten Horizont eines Telefons mit Tasten mitbringt, sondern eigentlich muss ich die große Idee haben. Für mich ist das aber der Kundennutzen, das, was rauskommt hinterher, also die Befragung hinterher der Innovation. Und da brauche ich den Nutzen. Und da kommt die Qualität auch mit rein, den Mehrwert. Also es ist eher der Output, weniger der Input für die Innovation. Oder gar nicht fragen, sagt... Ja, also ich sag mal, Elon Musk hat das Ziel, fliegende Autos zu erschaffen. Also ich nehme an, wenn jetzt irgendjemand fragt, sagt jeder, es braucht kein Mensch. Und ich bin aber sicher, jemand wie er, der arbeitet daran. Ich bin sicher, es wird diese Autos geben und wir werden irgendwann in 20, 30 Jahren sagen, super. Der Luft- und Raumfahrtexperte würde vielleicht auch widersprechen. Ja. Aber dann ist es wieder für mich die Frage, da gebe ich Herrn Ahlers recht, die Fragestellung, ja, entwickle ich ein fliegendes Auto oder frage ich mich, was muss ich entwickeln, um, damit die Autos später fliegen können? Und das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Und das ist eine Begleiterscheinung, richtig, weil damit das Ding fliegt, muss das natürlich auch an, schon entwickeln. An der Fragestellung, ja. Also wir hatten auch ein tolles Projekt für einen sehr, sehr namhaften Lichtschalterhersteller und wir haben vergessen zu fragen und dann war unser Ansatz, man braucht keine Schalter mehr. Ja? Das war natürlich das Ende einer Beziehung. Ja, aber es war wirklich mal mit Sensoren und so weiter und so fort, ne? Meiner Meinung nach, man braucht keine Lichtschalter mehr, man braucht vieles nicht mehr. Ja? Das, da waren wir ein bisschen zu modern. Man muss planen zu scheitern, Herr Kussmaul. Ja, das wollte ich auch vorher noch ergänzen. Das ist auch für mich auch Innovationsqualität. Ja. Wenn man scheitert, also das ist die Erfahrung, was wir gemacht haben, man lernt immer was draus, man baut Know-how auf und dann muss man in der Lage sein, dieses Know-how in andere Projekte hineinzutragen. Ne. Deshalb ist Scheitern, qualitatives Scheitern, ist auch hilfreich. Das ist ein gutes Stichwort, viel Wissen und das dann einfach umsetzen. Der Begriff Innovationsqualität, können Sie damit überhaupt was anfangen? Oder? Also mit dieser gesamten Theorie, da hatte ich nie wirklich was mit zu tun. Wir haben gemacht und es hat funktioniert. Und wie messen Sie das? Ja. Wie messen Sie Qualität bei Ihnen im Unternehmen? Ja, so ist es richtig, ja. Also Qualität messe ich einfach an unserem Erfolg, wenn wir mittlerweile Anrufe von Weltkonzernen bekommen, die gern mit uns zusammenarbeiten würden oder wenn unser Produkt verkauft wird. Also dann bin ich zufrieden mit der Arbeit, die wir geleistet haben und am Ende mit dem Neuen, was wir eben erschaffen haben. Ja. Entschuldigung, ich hätte eine Frage an Sie. Hatten Sie, wenn Sie sagen, wir haben einfach gemacht, aber hatten Sie eine Vision? Ja, wobei das ist eigentlich eher ganz klassisch, so hier in Baden-Württemberg kennt man diese tollen Familienunternehmen und ich wollte so eins aufbauen. Okay. Oder ich möchte es noch sehr aufbauen. Schwäbisch. Ja, genau. Jetzt ist meine Schwester schon mit dabei und wir arbeiten noch dran. Okay. Ja. Wir haben einfach gemacht und es hat geklappt, finde ich nahezu ein so tolles Schlusswort, dass wir ohnehin in der Diskussionsrunde jetzt gar nicht mehr so weit kommen, wie wir es ursprünglich wollten. Aber das ist nicht schlimm, weil wir das heute ohnehin eher so als Aufschlag bezeichnen würden, dieser Veranstaltung. Sind wir schon am Ende? Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Nee. Ach so, wir wollten auch noch eine Schlussrunde machen, oder nicht? Ja, in der Tat. Okay, aber die gibt's noch. Ja, die machen wir noch. Oh, gut. Ja. Jetzt haben wir, ich würde es tatsächlich aufhängen, wir haben diese wunderbare Geschichte und ich fand es so toll, dass ihr die vorher erzählt habt, mit dieser Flasche, dass Bosch und Daimler und wie sie alle heißen, dass wir heute noch über die reden, über Entwicklungen, die 100 Jahre zurückliegen, ja?
Würde ich zum Anlass nehmen, um die Schlussrunde aufzumachen. Was brauchen wir denn, dass in 100 Jahren im Land beispielsweise über die Flasche gesprochen wird? Also was braucht es dafür? Und ich würde tatsächlich, wollen wir außen anfangen? Ja, und ich würde vor allem bei den jungen Herren anfangen. Bombig. Ja. So. Was wird denn nötig, damit man in 100 Jahren noch von eurer Innovation spricht? Also zunächst mal, dass die Menschen vielleicht noch aus Flaschen trinken. Nicht schlecht. ansonsten vielleicht noch was, also ich meine, vielleicht in 20 Jahren benutzen die Leute in der Schule oder auf der Arbeit keine Bücher mehr, keine Dokumente und dann hat man vielleicht alles auf seinem Handy gespeichert und braucht nur noch das und ich meine, dann bräuchte man auch keinen großen Rucksack mehr für die Flasche. Das wäre dann. Trinkt man dann auch aus dem Handy? Nee. Nee, das natürlich nicht, aber ich meine, dann geben sich ja auch andere Unterbringmöglichkeiten für die Flasche oder andere Möglichkeiten auf Trinken zurückzugreifen. Und, ja. Vielleicht erfinden Sie dann eine Flasche in Handyform oder so, könnte ja sein. Wobei ihr jetzt immer davon ausgeht, dass es da noch Handys gibt. Also selbst das okay, 100 Jahre ist auch vielleicht für unsere aller Halbwertszeit ein bisschen. Na gut, Sie haben noch die ersten Chancen. Also damit man in 100 Jahren von unseren Innovationen spricht, was braucht es dafür? Ja, also die Idee muss natürlich erstmal einschlagen bei den Kunden, sage ich mal. Also wenn die Idee nicht bekannt wird, dann wird es natürlich auch nichts. Ja, also es ist natürlich wichtig, dass, ja. Ja, dass in 100 Jahren die Leute noch Durst haben vielleicht. Herr Wirth, wie würden Sie den Satz beenden? Geduld bei vielen Ideen. Vielleicht auch den Mut, manche Ideen einfach wieder einzustampfen. Aber dann an den Ideen, wo man denkt, sie haben diesen Wert, einfach auch festhalten. Und dann gerade bei so jungen Menschen einfach auch diesen Biss gegen diese Widerstände, die ich vorher angesprochen habe, anzukämpfen und zur Not auch das eigene Unternehmen dann aufzumachen. Wenn die anderen nicht wollen, dann machen wir es halt selber. Kampfgeist also. Genau. Frau Professor Ovtcharova, Kampfgeist braucht man. Was braucht man noch Ihrer Meinung nach? Also aus meiner Sicht sollte man den Schwerpunkt verschieben auf Nutzung, das heißt, Kunden werden in Zukunft mehr Nutzung kaufen und nicht Produkte und nicht Systeme und nicht Software und alles, was dazu gehört. Das heißt, Nutzung steht im Vordergrund, sinnvolles Nutzen steht im Vordergrund und mehr Vertrauen bei der Umsetzung. Vielen Dank. So, Frau Peter, jetzt müssen Sie aber nochmal. Ja. Also, damit man in 100 Jahren von unseren Innovationen spricht, was braucht es von da? Von der Innovation, und ich bin überzeugt davon, dass er umgesetzt wird, braucht man dann aber Nostalgiker. Nostalgiker, dass die noch davon sprechen, weil die Innovationsgeschwindigkeit wird ja ständig schneller und schneller und schneller, sodass das in 100 Jahren was ist für Leute, die gerne an Altbewährten festhalten und gerne auf Altbewährtes zurückgreifen. Weil inzwischen wird sich so viel noch mehr gedreht und geändert haben, dass das dann mit verlaubtem alter Hut dann wieder ist. Also man braucht einfach immer neue Ideen und Nostalgiker am besten noch. Okay. Frau Fritze? Also für mich ist es ähnlich. Also ich würde sagen, wenn in 100 Jahren noch jemand drüber spricht, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Dann sind ganz viele Innovationen in der Mitte nicht gekommen. Also ich glaube, dass wir viel schneller werden und dass es eigentlich eher keine Dinge gibt, über die man noch in 100 Jahren redet, die jetzt gerade erfunden werden. Aber ich glaube, damit diese Flasche schnell rumkommt, braucht man auch Leute, die nicht nur eine Idee haben, sondern die Sachen auch in eine Serie umsetzen, sondern auch auf den Markt bringen und das schnell, damit nicht der Markt schon wieder woanders ist als die Idee. Also Leute mit Vision, Visionäre. Leute, die es umsetzen. Also Leute, die eine Vision haben, dann die Leute, die Idee haben und dann die Leute, die es schnell umsetzen, das in den Markt bringen, damit daraus wieder eine neue Idee generiert werden also kann. Also wieder dynamische, agile Teams. Genau. Okay. Frau Antitsch? Ich würde sagen, Akzeptanz für sämtliche Themen in der Gesellschaft. Also man darf gründen, man darf scheitern. Man vertraut vielleicht auch mal als Konzern am Startup und beauftragt es und Vertrauen in neue Produkte und ein bisschen Offenheit, was Neues zu testen. Haben Sie Vertrauen in das Vertrauen, dass sich da vielleicht was tut, mehr Offenheit es geben wird? Ja, so wie ich das erlebt habe, auf jeden Fall. Ja. Haben Sie einen Fortschritt festgestellt? Also wenn wir uns wo vorstellen, dann wurden uns noch nie eigentlich die Türen zugehauen. Nee. Okay, und jetzt mit den Würmern ist es noch einfacher.
Ja, die sind ja fantastisch und das Produkt ist ja phänomenal, also geht es ja gar nicht anders. Okay. Wenn vielleicht gleich jemand sich noch mit, Frau Antitsch oder den Würmern, ja, da bitte weitere Infos. Ich gebe zu, die Idee ist vielleicht nicht die innovativste, aber ich würde zur Ursprungsidee zurückgehen wollen, nämlich einen Satz zu vervollständigen und der lautet, dafür braucht es, also was braucht man, um in 100 Jahren noch von unseren Innovationen zu sprechen, Herr Stäbler? Von dieser Flasche. Bleiben wir mal bei der Flasche. Ich würde mich der Frau Professorin anschließen, den Nutzen, Software as a Service ist auch Nutzen. Und den Nutzen könnte ich hier so sehen, indem ich aus der Not eine Tugend mache. Sie haben sich ja technisch Gedanken gemacht. Wie reinige ich? Ich würde sagen, das gesündeste Produkt ist Wasser aus dem Wasserhahn, best geprüft. Man sollte das den Kindern mitgeben als Wasserflasche, dann habe ich das Reinigungsproblem nicht. Herr Kussmaul, was braucht das? Ansatz auch, Nutzen. Was macht wirklich Sinn? Was entwickle ich? Und dann natürlich auch das Thema Ressourcen, Leichtbau, regenerative Materialien. Ich denke mal, das wird mit Sicherheit auch ein Thema für solche Entwicklungen werden. Ich bin in Gedanken schon beim Head-Up-Display, damit ich während dem Wasser trinken auch noch gleichzeitig andere Werte bekommen. Also und ich denke mal, letztendlich auch die Vernetzungsfähigkeit, ne? Weil ich möchte jetzt Deutschland nicht unbedingt so schlecht sprechen. Wir haben tolle Möglichkeiten, tolle Institute, Universitäten, Fraunhofers etc. Bloß wir wissen oft mal gar nicht, was wir alles können. Und da wäre es schön, wenn auch seitens der Regierung und so weiter und so fort ein bisschen was passieren könnten, dass solche Ideen wachsen können. Frau Specht. Großdenken braucht's, Hunger. Und ich finde wirklich den Willen, den fliegenden Autos den Kampf anzusagen. Ja, und nicht zu sagen, ist alles super, wie wir es haben, sondern das ist die Messlatte. Da wollen wir drüber. Frau Regitz. Ich glaube, wir brauchen die Offenheit, die Menschen in all ihren Facetten auch wertzuschätzen, das Thema Innovation nicht mit dem Thema Kreativität gleichzusetzen, sondern zu sagen, jeder Mensch ist innovativ, jeder hat seine Fähigkeit dazu beizutragen und dass wir aufhören, in Schubladen zu denken und vielleicht am besten auch nicht so viel theoretisieren. Herr Professor Feix, was braucht es? Ja, um bei der Flasche anzusetzen, erstens mal den Mut von den beiden, nicht nur mit dem Wettbewerb aufzuhören und sagen, das war mal eine gute Idee, sondern die Idee tatsächlich umzusetzen. Und in 100 Jahren ist es der Konzern für fluide Geschichten. Und wenn es dann heißt, und angefangen hat es mit der plattgedrückten Flasche, mit der verrückten Idee, da hat der Konzern begonnen, so wie es bei IBM heißt, mit Hollerit, mit der Lochkarte, die heute überhaupt keine Rolle mehr spielt, aber damit hat es angefangen. Mhm. Also dann wäre das eine tolle Geschichte und wir brauchen dafür aber, und ich wiederhole mich, in Deutschland und mein Appell an alle, wir brauchen andere Rahmenbedingungen für Gründer. Und es ist toll, wenn solche Geschichten sind, aber von Ihrer Universität, wir haben eine Gründungsrate aus Universitäten von 0,%, bei uns immerhin 7%, was toll ist, aber wir müssen deutlich mehr werden. Wir brauchen jüngere Unternehmen, wir brauchen Rahmenbedingungen für Gründer und wir müssen weg von, dann war das Studium umsonst, wenn man gründet. Herr Professor Ahlers, Sie haben nahezu das letzte Wort. Gut, danke. Also einmal glaube ich, ich fange das erstmal ganz normal an, wir brauchen die schöpferische Kraft der Bildung. Das heißt, wir müssen den jungen Leuten die Möglichkeit geben, dass sie sich überhaupt mit diesen Ideen, die auf sie zukommen, auseinandersetzen können. Dann brauchen wir die Ideenfreiräume, das ist notwendig. Dann brauchen wir aber auch eine zielgerichtete, kommunikative, kreative Arbeitsumgebung. Das vernachlässigen wir so. Wir müssen dafür sorgen, dass in den Betrieben diese Möglichkeit existieren. Und last but not least an die beiden Herren da, ihr müsst euch beeilen mit diesen flachgedrückten Flasche. Weil wenn ich so die Entwicklung sehe, wir nehmen immer mehr das, was unsere Umgebung abgibt, um daraus wieder etwas zu erzeugen. Ich werde in 10 Jahren eine Jacke anziehen, die aus meinem Schweiß, aus der Umgebungsfeuchtigkeit so viel Flüssigkeit in klares, trinkbares Wasser umsetzt, dass ich dieses Wasser trinken kann. Weiß noch nicht, ob ich überzeugt bin. Das hört sich für uns alle ganz schlimm zunächst einmal an. Aber schauen Sie sich doch mal an, wie Fleisch gemacht wird, wie Würste gemacht werden, wie frisches Wasser gemacht wird. Es ist vorher dreckig, es ist vorher ziemlich ramponiert und nachher kommt es in einer Art und Weise raus, dass wir uns freuen und damit wieder unseren Durst löschen können. Also ich möchte sagen, es gibt so viele verrückte Ideen in den nächsten 100 Jahren, die umgesetzt werden sollten.
mir wird nicht Angst, nicht bange für die jungen Leute, aber auch nicht für die Alten, dass sie noch einiges miterleben werden. 100 Jahre erlebe ich nicht mehr. Also ihr merkt schon, hier sitzen sehr viele Menschen, die euch alle die Daumen drücken. Ja, aber darf ich da einhaken? Daumen drücken ist ja das eine, aber wer kann denn da mal helfen? Dann ich wollte gerade sagen, unter uns, wir machen gleich Get Together. Ich unterstelle, hier sitzen Menschen, die dicke Portemonnaies einstecken haben. Ich würde da mal das Gespräch gleich suchen, weil ich glaube, da steckt viel drin. Genau, du hast recht. Und es ist heute eigentlich nur ein Aufschlag gewesen. Wir haben es am Anfang gehabt mit dem Ball. Wir wünschen uns, auch im Namen von Steinbeiß, dass es weitergeht mit dem Gespräch über Innovation. Wir haben gemerkt heute in unserer Runde, wie wichtig der Austausch ist. Wir haben sicher alle den einen oder anderen Gedanken, den wir mit nach Hause nehmen. Merken Sie sich die E-Mail-Adresse inq@steinbeiß.de. Da können Sie alles, was Ihnen noch einfällt, was zum Thema Innovation oder was auch sonst, können Sie mailen und dann entsteht da hoffentlich ein Austausch, ein weiterer Austausch, auch wenn wir auseinandergehen. Wir sind nicht so weit gekommen an diesem Tag, wie wir wollten, aber es war uns eigentlich fast klar. Deswegen nutzen Sie wirklich diese Möglichkeit, INQ für innovationsqualität@steinbeiß.de. Der Mitschnitt dieses Ganzen, dieser Diskussion steht ungefähr ab Mitte Mai ebenfalls auf steinbeiß.de. Und jetzt machen wir tatsächlich das angesprochene Get-Together. Vielen Dank an unsere Diskutanten, vielen Dank an Sie alle im Namen von Steinbeiß und auch im Namen des LVI. Und jetzt noch viel Spaß. Danke Ihnen, machen Sie es gut. Vielen Dank, machen Sie es gut.